Ich hatte jetzt gerade noch eine Idee. Und zwar machen das doch wieder anders. So, das ist jetzt. Genau, ihr nehmt hier hinten raus und legt alle in die Mitte. Gut. Und da. Das krieg ich nicht. Das krieg ich. Da doch nicht symmetrisch hin. Nee. Zack, zack. Wir haben keine roten Splitter dabei, ne? Okay, dann erstmal den hier. Erstmal schön verteilen, dass es gleich ist bei allem. Haben wir hier Double Iron. Okay. Den müssen wir halt noch upgraden dann später, muss ich dran denken. Dann kommen die Dinger nämlich hier hin. 1, 2, 3, zack. 1, 2, 3, zack. 1, 2, 3, zack. Plus die. Beide Seiten? Nee. Hier soll dann nämlich die Stahlproduktion hin und die sollen sich dann überall bedienen. Dann kann ich mir den eigentlich sparen. Dann kann hier neu verteilt werden. Dass es wieder überall gleich viel ist. Ja. Machen wir uns nämlich. Oder soll ich das hier einmal rum und so? Da geht die Tür auf. Moment. So, jetzt hat. Genau, wo waren wir? Die Kamera ist schon wieder auch falsch, ne? Ich sollte eigentlich so drin sein. Nicht so. Okay. Ja, es reicht für das erste. Okay. Das Management. Da, wie viel von den blauen haben wir eigentlich noch? 26, okay, das sollte erstmal reichen. So, was hat man jetzt gesagt? Ritzel. Nee, Ritzel ist blöd. Oh, der Ritzel ist für beide. Na, fick. Also. Halt. Okay, warte. Stopp. Geht, geht, geht. Ganz kurz umdenken. Nein, so, zack, zack. Machen wir mal zwei davon. Das ist, genau. Fließbänder. Ein Fließband reicht. Genau, da würde ich aber dann wieder jetzt mit Kiste arbeiten wollen. Ja, doch, mit Kiste. Besser. Und zwar dann hier Kiste. Nehmen wir eine Holzkiste. Muss ich nicht so hart anstauen. Machen wir so. Und. Fließband. Da. So. Dann. Hier sitzt. Jetzt. Warte. Ich habe eine Idee. Witz. Nee, nicht jetzt Witz machen, Herrgott, ich muss mich konzentrieren. Wie nennt man alte Männer, die ständig heulen? Tränensäcke. Oh, mal ein Anti-Männer-Witz. Das ist neu. Ich kann nicht mehr Bananen haben. Jesus. Was? Also, ach, du brauchst mehr Bananen. Okay, Jesus. Deine Glücksspielsucht. Verstehe. So. Nee.
Doch. Nein, nee. Aber da braucht auch Eisen. Das mit dem Eisen ist halt auch immer so eine ganz blöde Geschichte. Nee. Dann ist das auf der unteren Bahn, das ist doof. Warte mal, du da. Wieder Eisen. Das sind die Ritzelproduktionen? Nee. Doch. So, hier. Hier kommt normales Eisen ran. Bedient die beiden. Witzel wird über einen langen ausgelagert. Hier hin. Verteilt sich dann so. Nee, doch. Ja. Aber Witzel liegt dann auf der Außenbahn. Warum ist das so doof? Okay, dann machen wir das so. Na ja, wobei, zack. Dann ziehen wir über lang ein. Passt das doch wieder. Ja, hier wird Eisen angeliefert. Ne, von hier. Oh Gott, ey. Doch so machen. So, Witzel kommen dann hier über lang raus. Dann haben wir hier keine Bänder mehr drin. Gut. Hier wird... Kommt raus, Arme, ne? Genau, gelbe Greifarme. Halt, die möchte ich auch über eine Kiste haben. Dann mirroren wir das jetzt einfach von da oben. Was? Gelbe Greifarme. Okay. Aber ihr braucht auch Ritzel, ne? Oh, ist schon alles scheiße. Oh. Nervt mich schon wieder. Alles braucht Kackenritzel hier. Warte mal, Metall und Ritzel. Metall und Ritzel. Das ist gut. Das heißt, die beiden brauchen das Gleiche. Gut, der braucht halt mehr, aber...
Wie kriegen wir die Ritzel hier rein? Dann machen wir die Ritzel irgendwo hier. Und dann aber... Okay, irgendwie so. Warte. Gut. Brauchen wir einfach viel Eisen. Wenn ich das so mache. Witzel, Witzel. Eisen hier rein. Dann kommt Eisen, muss Eisen aber auf der linken Seite dann kommen. So. Okay, das könnte klappen schon mal. Was brauchen wir denn jetzt hier noch? Greifarme. Greifarme brauchen noch Schaltkreise. Kommen ja dann von hier irgendwo. Was ist denn das eigentlich? Ach, das ist der Output. Okay, alles gut. Das ist der? Ja, 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 das passt. Gut. Warte mal, genau, du hast den Output dann da. Das ist okay. So, das war jetzt mein letzter gelber. Was für Sachen um. So, wir haben ja noch einen Haufen von dem Stuff. Wir müssen vor allem bald mal wieder die Plastikproduktion anschmeißen eigentlich. So. Ich gebe noch beide Stacks her. Nur mal ganz kurz gucken. Wir haben noch gar nicht geschaut heute, ob unsere Verteidigung wirklich überall hält. Boah, ich muss die da mal sprengen. Das ist ja... Im ersten Blick denke ich immer, das ist was kaputt. Was... Gut aus. Alles hält, obwohl nur überall zwei, ne? In meinem Zweierabstand. Gut. Die Mine. Das Signal ist auch so irritierend. Wo ist denn der Zug eigentlich? Der chillt hier, ja, stimmt. Das ist. Alles da. Mhm. Wir kriegen auch gerade kaum Angriffe ab, kann das sein? Warte mal. Ne, ist nicht hier. Was denn? Logistiknetz. Umweltverschmutzung. Oh. Hier ist keine Umweltverschmutzung. Hier ist Umweltverschmutzung. Aha. Da, ja gut, da ist auch nichts. Was ist da? Ja, es läuft ja auch noch nicht. Aber eigentlich müsste doch die Umweltverschmutzung zurückgehen. Weil es läuft doch eigentlich gerade kaum. Warte, hier ein bisschen. Ja, okay. Achso, und wenn das dann... Ist gerade zurückgegangen? Ne, das beide sich mal wieder. Okay. So, Stromnetz, okay. Zack, was ist das? Aha. Wieder, ich bin alleine, deswegen. Ja, wir haben kein Logistiknetz. Arbeitsroboter haben wir auch nicht. Bauplansymbole. Ach, das ist cool. Ich habe vergessen, wo wir gerade waren. So, genau. Die Grün. So. Soll ich schon denken? Zack.
Produktion. Zack, zack. Braucht Metall und Kupfer. Genau. Was? Ab. Kabel. Braucht einfach nur Kupfer. Input. Das ist gut. Warte mal. Hier haben wir doch gesagt, das ist jetzt Metallplatten. Das heißt, die Metallplatten können wir uns von hier snacken. Du brauchst einfach noch Kupfer. Warte mal, Kupfer war noch irgendwo hier, ne? Genau. Heißt, Kupfer können wir irgendwo, keine Ahnung, von da anliefern. Mit Eisen. Warte mal, kommt Kupfer nicht jetzt von oben zukünftig? Scheiße. Egal. Dann sollte das eigentlich jetzt schon fast laufen. So, Kupferkabel gehen hier rein. Guck mal, die sind auch richtig ausgerichtet. Genau, Eisen nimmst du dir von da. Das wird schon irgendwie laufen. Mir ist das einfach zu scheiße. Das hier muss eigentlich zugeschossen werden mit Eisen. Oder? Nee. Hallo. Oh Gott. Oh Gott, Lila. Oh nee, nicht heute. Gott, Hallöchen. Danke für den Raid. Hallo, Captain Herbie. Hallo, Lila. Hallo, Tibi. Nein, heute nicht. Wir machen heute nicht viel. Und ich bin heute super... weil zu warm. Oh Gott. Ah, Fry, genau, ich erinnere mich an den Namen. Hallo Terwin, hallo Soltek. Navradan, aber dir schönen guten Abend. Was gab's bei euch? Ich hab's. Just Chatting. Okay, was gab's davor? Oder gab's nur Just Chatting heute? Ah, du bist doch da, ja, aber wir machen heute nur die Base neu. Beim letzten Mal wurden wir angegriffen und eventuell hat irgendwer einen Strommasten entfernt, der unsere Laser-Turrets, die alles beschützen, nicht mehr versorgt hat und ja, es ist ein bisschen drunter und drüber gegangen. Und eventuell war dieser jemand ich und eventuell war das alles sehr doof. Aber dadurch hat man nicht eine Begründung, die Base neu zu machen. Tell me why, Story Game. Oh, das habe ich schon mal gehört. Was genau ist das nochmal? Ich habe den Namen schon mal gehört. Das ist nice gemacht. Ich habe es schon mal gehört. Aber mir kommt es gerade nicht. Vor allem, ich muss mich gerade super konzentrieren, weil ich versuche, das neue System auf möglichst engem Raum zu bauen. Und ich und konzentrieren ist schon so eine Sache. Und das dann bei mittlerweile noch immer noch 24,8 Grad. Das geht noch. Super spannend. Ja, aber was ist das denn? Wir haben Transgender und es ist besser als erwartet. Ist das dann sowas wie, das kleine Mädchen, was heißt das kleine Mädchen? Das Mädchen, das die Zeit zurückdrehen kann mit ihrem Fotoapparat. Life is Strange, ist das so? Wo du so Entscheidungen triffst, oder? Nee, das ist es nicht. Okay, nicht so dann. Schade. Weil in dem Stil wäre es natürlich dann auch cool. Aber was ist das dann irgendwie? Ein Point-and-Click? Keine Ahnung. Von denselben Machern. Ah, okay, also doch so in die Richtung, okay. Von den Machern von Life. Ah, okay. Dann habe ich es wahrscheinlich in dem Zusammenhang mal gehört. Aber eben nur gehört. Warum haben wir eigentlich 4-4? Geht doch gar nicht auf. Warte mal, jetzt nochmal. Fließband, Greifarm. Greifarm? Ja. Ach ja, genau. Eisen darf nur von da. Das mit dem Eisen wird problematisch, glaube ich. Ich glaube, wir brauchen eine eigene Eisenlane. Und die Ritzelhaufen eine eigene. Dann verschieben wir alles eins nach drüben. Und bringen die Eisenplatten über einen langen. Im Endeffekt. Müssen wir das auch verlängern? Oder machen die Witzel über den langen? Ich glaube, das ist nicht ganz so schlimm dann.
Okay, Moment. Alles eins rüber. Nach oben? Ja, du gehst nach oben. Oh. So, weg. Weg, weg, weg. Genau. Dann das hier lang. Mir raucht halt jetzt schon der Kopf, ey. Das ist so schlimm. Das ist klasse, man will alles wissen. Glaube ich. Ich habe Life is Strange selber nie gespielt, aber ich habe super gern zugeguckt. Und wollte auch mal dann vor allem die Story-Stränge wissen, die man nicht gesehen hat. Beim Zuschauen. Geht das jetzt auf? Ne, warte mal, du greifst ja nicht darüber. Was hat man jetzt gesagt? Eisen kommt von unten. Gehen hier die auch nicht mehr auf. Ihr braucht Eisen, ja. Da brauchen wir aber keine langen hinklatschen. Oh Gott. Nein, 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 nein. Ich bleibe auch immer auf diesen blöden Fließbändern stehen. Und werde weggecovert. Gegen meinen Willen. Fließbänder entführen. Da muss man mal was machen. So. Genau, das ist jetzt Ritzel. Die gehen dann auch da rein. Gehen hier rein. Über die langen holen wir uns Eisen. Dann machen wir das so. Du da, du da. Du da, du da. Und Eisen ist das jetzt. Da hier noch nichts läuft, keine Items, die wir hergestellt haben, weil es noch nicht angeschlossen ist. Das ist ganz super schwierig für mich zu sehen oder mir vorzustellen, wo gerade was herkommt. Ja, aber müsste schon stimmen. Ich würde dann auch mal auf gute Nacht. Denn Jaden schlaf wunderbar. Schönen Stream euch noch. Dankeschön. Ich muss dann auch leider auch wünschen, dir auch noch einen tollen Stream und später gute Nacht. Dankeschön. Vielen Dank für deinen Raid. Dir auch eine wunderbare gute Nacht und wahrscheinlich, ich nehme mal an, sollte hinterher auch gleich gute Nacht. Ich kenne euch ja doch mittlerweile. Ich lurk ja doch öfter bei dir. Das war jetzt Eisen? Ja. Nee, warte mal, dann kann das aber, wenn das pur Eisen ist, eine volle Biegung machen. Das ist gut. Das war jetzt hier drin? Oh nein, shit. Ah, Elektro-Dingsbums. Platinen, Kupfer. Dafür brauchen wir dann aber auch, genau, du brauchst nämlich auch nochmal Eisen, kannst dich aber hier bedienen. Gott, ey. Ja, genau, sollte. Gute Nacht. Okay. Das ist Kupfer. Doch, Kupfer. Ja. Kupfer muss auch hier hin. Ah, wir haben keine Untergrunddinger. Mist! Tage sind zu kurz. Ich werde mich der guten Nachtwelle auch mal anschließen. Die Tage sind eigentlich lang, aber sie sind zu heiß. Aber schlaf wunderbar. Fry. Kannst du nicht den Fry-Teil vorne hinstellen? Das wäre einfacher. Dann kommt man gar nicht erst in die Versuchung, den komplizierten Teil des Namens zuerst vorlesen zu wollen. Unterirdisch. Wo hänge ich schon wieder? Hier. So, zack. Hier den warte mal. Hier. Okay, warte. Wieder unglaublich hässlich gebaut. So, Splitter hier hin. Das ist Kupfer. Das, oh Gott, wer hat denn das gebaut? Mist, das geht nicht auf. Ihr geht auf die Außenbahn. Ja, nee, dann muss ich das sogar so machen. Ansonsten stacken die auf derselben Seite vom Fließband.
Dann staut sich und dann kriegt man eventuell nicht das, was man braucht. Aber ich glaube, das müsste jetzt in der Konstellation funktionieren. Das muss noch verlängert werden. Okay. Die grüne Produktion war sowieso bocklahm. Deswegen, das sollte sich trotzdem gut anstauen, nehme ich an. Reicht eins. Muss reichen. Dann hätten wir grün und rot schon wieder am Laufen. Okay, die nächsten Farben. Welche haben wir denn überhaupt? Oh Gott. Lila und gelb. Was haben wir denn lila und gelb gelernt? Ui. Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht? Ja, das ist das komplette Motto von dem Spiel. Leider. Okay. Soll ich es schon mal anschließen? Ah, geht ja gar nicht. Wir müssen die Plastikproduktion mal ganz fix anwerfen. Weil ohne Plastik können wir keine neuen Öfen bauen. Und ohne neuen Öfen können wir Kupfer gar nicht mehr anschließen. Da war ja was. Brauchen wir neue Pumpen eigentlich dafür? Warum geht das nicht voll? Produzieren wir da drüben wirklich so wenig Öl? Guck mal, 3, 2,7. Ja. Ertrag 99%. Ja, ich verstehe. 33. Das ist gutes Öl. Viel Öl. Moment, das steht hier. 220. 742. 1506%. Kann ich den Faktor bitte auf mein Konto kriegen? Okay. Heißt, wir haben hier echt wenig Öl momentan. Eventuell habe ich doch ein bisschen viel Raffinerien gebaut. Na gut. Egal. Plastik. Chemiefabrik. Ist jetzt erstmal Hauptsache, dass wir was haben. Plastik. Für Plastik brauchen wir Kohle und Flüssiggas. Oh, das ist eine schnelle Produktion. Das geht. Warte mal, Flüssiggas kommt ja hier schon direkt raus. Ja, okay. Gut. Dann. Wo haben wir denn die Rohre schon wieder da? Nein. Oh. Ich will kein Eisen. Warte. Wir machen es ganz anders. Stumpf ist Trumpf. Da. Aus Dick. Input, Output. Holzkiste. Einfach noch ein bisschen Kohle rankarren. Kohle war. Ah ja, hier unten gleich. Das geht ja sogar. Wir brauchen einfach nur Platz. So. Dann. Sind die angeschlossen? Ne, die sind noch nicht mal ans Öl angeschlossen. Hm. Ah, doch, wir haben 50. Alles gut. Wie machen wir das? Ja, von hier, oder? Nee. Wir haben ein Rohr, ne? Zwei. Alles gut. Dann können wir eine Kurve machen. Also eine S-Kurve. Ja. So. Reicht das alle laufen? Okay. So, Raffinerie arbeitet. Irgendwie komisch hoch. Okay, wenn das voll ist.
Ja, genau, aber du kommst hierhin. Gut, mit der Kohle passt. Okay, Plastik, das geht fix. Oh, da brauchen wir einen blauen. Wir haben keine blauen Greifer dabei. Ach Gott. Warum habe ich gesagt, wir bauen die Base um? Ich hätte es einfach neu bauen, also nachbauen können. Na, nicht du. Nicht mal mehr hinterher. Ey. So. Warte mal, hat der doch gereicht? Egal. Plastik. Gut, jetzt kann man nämlich auch die Umspannwerke bauen. Müssen wir eigentlich auch noch, weil wir haben noch einen Haufen Akkumulatoren, die wir da hinten hinklatschen. Oh Gott. Nein, egal. Wir brauchen erstmal die Öfen. Die sind wichtiger. Oh, ich bin halt so. Wir brauchen das Plastik überhaupt nicht. Wir brauchen rote Schaltkreise. Rote Schaltkreise haben wir. Ach so, ihr seid nicht angeschlossen. Ich dachte schon wieder, oh Gott, deswegen ist da kein Strom. Ja gut, dann. Ach komm. Ne, egal, wir können dann aber die neuen Strommasten wieder bauen. Reicht das schon? Zack. Hop, hop, hop. So. Leichtöl ist schon vollgestaut. Okay. Dieses Spiel macht mich so fertig. Gut. Ich mache mich eher fertig. Ach Mann. Warum bin ich so ein Trottel? Da, wir haben eine ganze Kiste mit den Dingern oder halt mit vielen davon. Stahlträger. Da haben wir tonnenweise sogar davon. Ach, Scheiße. Siegelsteine. Da müssen wir sogar laufen noch. Toll. Ja, wieder richtig gut gemacht. Mann. Ich sag gar nichts dazu. Huch, oh, ich habe alle mitgenommen. Das ist so viel Stuff. Halt. So, du weg. Deine Platte. So. Hallo? Ah, es ist voll. Oh mein Gott. Wo packen wir denn Plastik jetzt hin? Hier. Kohle dahin. Okay. Dann. War das hier so gemacht? Ach, bitte. Vielleicht doch hier so ein Wendeding wieder? Ja, könnten sie. Ich 15 von den Öfen, so ein bisschen übertrieben. Wobei es könnte hier reinpassen. Zur Not machen wir das Öl noch mal ein bisschen anders. Wir können das Öl eigentlich hier lang laufen lassen. Das ist sogar intelligenter, ne? Ja. Ja, ja, doch, 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 doch. Und zack, zack.
Du stehst da kacke. Du musst da auch nicht stehen. So, oder? Oh Gott. So viel. Warte mal, Lorde hat nur für zwei. So. Eine normale Lorde fehlt. Brauchen wir nicht. Brauchen wir nicht. Bis hier und das eine Rohr da und wir haben wieder nachkommendes Öl. Nein, es fließt erstmal alles wieder in das System rein. Ist okay. Was geht? Ja, jetzt pendelt sich's ein. Langsam kommt es auch dadurch. Wir könnten hier noch eine Pumpe hinbauen. Damit das eben nicht wieder hier zurückgeht. So, hier eine. Das, glaube ich, wäre gar nicht so verkehrt. Da brauchen wir nochmal den Motor, oder? Dann die, so. Und ein Rohr. Was wollen wir ins Starter Motor Rohr. Ach Gott. Ja gut. Haben wir eigentlich den größten Teil eh dabei. Also. So. Stahlträger 1. Jetzt eben ein Rohr bauen. Ja. Was war das andere? Motor. Motor 1. Pumpe. Danke. Der Broti meint ja, die haben so eine Art Rückstau. Anti-Rückstau-Ventil. Jetzt da. Zack, dann hätte ich Strom. Alle braucht Strom. Hm. Ja, Mist. Dann machen wir den kleinen. Oder die auch mal loswerden wieder. So. Dann wird es weniger. Der saugt das jetzt wirklich an. Das irritiert. Gehen die Pokémon Go Codes eigentlich wieder? Der letzte, den du mir geschickt hast, der war schon nicht mehr gültig. Obwohl der an dem Tag anscheinend auch erst neu rauskam. Keine Ahnung. So, Ausgang voll. Genau, ihr könnt nicht arbeiten. Das ist nicht so tragisch. Genau, jetzt können wir hier. Aber Ding. Aber Dings Booms. Weil du kommst da raus, dann kann man das. So. Die Öfen. Hallo! Ach mal, jetzt kommt der nächste. Och. Arno! Warum denn du auch noch? Ah, Mystery Dungeon wieder. Eieiei, was denn los? Zwei Raids im Abstand von 20 Minuten. Denn falsch mit euch. Ich baue doch nur die Base neu, die eventuell zerstört wurde. Hi. Wie war Pokémon? Ah ja, genau. Da. Die sind ja noch nicht. Oh. Ja, ja, ja. Mein Hirn funktioniert auch nur so semi gerade. Öfen, Öfen. Lichtbogenöfen. Warte. Haben wir die gelben weggelegt? Auch blöd. Ja, da habt ihr irgendwo. So. Und hier. Und jetzt zack. Geht durch.
Warte, nein, 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 nein. Nein, 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 nein. 50-50. Damit wir zwei Lanes haben. Wie weit kann ich bauen bis hier? Okay. Oh, Factorio wieder. Geiles Spiel. Ja, es verwirrt mich noch sehr. Mein Hirn ist... Bleh. Ein wegen der Temperaturen, zum anderen wegen dem Spiel. Warte mal. Wollen den Maximum an Platz ausreizen. So, wie waren das jetzt? 6 Stück. Warte mal, dann machen wir das aber hier genauso. 1, 6. Okay. Ne, das würde zwar aufgehen, aber... Oh Gott. Ne, hä, wieso gehst du denn runter? Nein, 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 nein. Hoch. Nicht so weit. So. Zack, zack, zack. Zack, zack. Ai, ai, ai. Hallo! Sag mal! Zwei Raids in 25 Minuten. Ihr habt euch doch alle abgesprochen heute. Was ist denn los? Hallo Griffy, du auch noch. Retro. Welches Retro-Spiel? Warte, was spielst du gerade? Ich weiß es nicht. Ich glaube, in Zelda bist du fertig, ne? Wetter X Factorio gleich hier. Ja. Das ist eine gute Formel. Wobei, warte, halt, stopp. Ich bin auch ein Trottel. Oh, ich stehe wieder im Weg, natürlich. Oh, nee, mehr haben wir nicht. Ich möchte es bei gerade belassen. Die Raider sind da, ja, alle heute. Komm, man war und so. Ist nochmal mit DDM. Ah, Dungeon Dice Monster. Ah. Danke für den Tipp mit dem Visual. Hat der, genau, wollte gerade sagen, hat der Visual Boy Advance funktioniert? Der Dungeon Dice Monster von Game Boy Advance ist ein großartiges Spiel. Ich hab das, wie gesagt, ich hatte das als Kind. Ich weiß nicht, ob ich die Karte noch irgendwo hier rumfliegen habe. Wenn nicht, wäre eigentlich echt schade, weil ich habe da so viel Zeit reingesteckt. Okay, das passt. Ich hatte sehr viel Spaß, auch wenn der Sound unglaublich trippy ist. Kannst du innerhalb von einem Tag durchspielen? Echt? Moment, Factorio oder Dungeon Dice Monster? Weil... Ahnung, von dir erwarte ich, dass du Dungeon Dice Monster auf dem Game Boy Advance auch gespielt hast. Immer kleine Monster. Okay, wir sind da. Dungeon Dice. Immer kleine Monster kaufen und die Gegner zubauen. Ah, okay, du hast auch so gespielt. Ich glaube, ich habe meistens auf Level 3er gespielt, weil die doch recht stark sind und noch okay einfach zu beschwören. Das muss ich mal kurz konzentrieren. Das ist Output. Das ist der andere Output. Weil der gute Arno mag Yu-Gi-Oh! So generell ein bisschen. Würde ich jetzt mal behaupten. Eventuell hat er so das ein oder andere Yu-Gi-Oh! Kanal-Emote. Was ist das jetzt? Hast du nicht sogar die Würfel als Emote? That's a fucking lie. Ey. Aktuelle Siegeserie 16 Mal. Mal sehen, wie lange noch. Wenn ich verliere, esse ich für jeden Sieg, den ich vor der Niederlage hatte, eine Wasabi-Nuss. Oh ja, da würde ich mitmachen. Das wäre furchtbar für mich. Oh nein, Wasabi-Nüsse. Nee, die sind Kilo, also die Dinge. Ich stehe total drauf. Okay, so. Na, wobei, warte mal, das kann ja eigentlich noch. Das ist schon wieder dumm, was ich da mache. Nach unten. Genau, genau, zack. Zack, wunderbar. So. Dann jetzt wieder splitten. Eigentlich eher fair verteilen, damit man zwei
gute Lanes davon hat. Ja, nee, komm, dann bauen. Können wir noch einen bauen? Ich will nochmal Zeug holen. Wäre eigentlich smart. Da passt genau noch einer hin. Bin mal wieder ein ungewolltes Genie. Aber der kann ja dann hier mit. Das ist eh falsch gewesen. Nein, du da. Muss da mal einer hin. Okay. Sieht soweit richtig aus, ne? Ja. Oder ich habe noch eine andere Idee. Ich baue halt alles 100 Mal. Ich sehe es schon wieder. Zack, 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 zack. So, Moment. Das waren jetzt... Da sind vier und da sind vier. Perfekt. Oh, das geht super auf. Wunderbar, wunderbar, wunderbar. Passt mal auf, wie der Onkel Dave das macht. So. Dann kommt das nämlich von zwei Seiten. Hä? Nee. Hat. Hier? So, durch, danke. Da geht's dann nicht, aber kann so raus. Blätter. Gut. Gleiche machen wir dann hier auch. 1, 2, 3, 4 heißt hier wird geteilt. Den legen wir nochmal nach oben. Und ich. Leck mich. Das ist doch scheiße. Ein Fließbandteil fehlt. Eins. Ach man, so. Mein Mann wartet aber auf der Couch auf mich. Ich wünsche noch viel Spaß. Dann danke nochmal für den Raid. Dann habt noch viel Spaß den restlichen Abend auf der Couch. Und schon mal eine gute Nacht. So. Eins. Und es ist kaputt. Ja, nimm mit. Gib mir das kaputte her. So. Steine brauchten wir. Joey habe ich eben im letzten Match total zugebaut. Hat keine Dimensionierung zustande bekommen. Wow. Okay. Das ist nicht schlecht. Versechsfachen, ja, stimmt. Aber es war auch nur im Anime so. Zumindest der, die Karte. Im Spiel war es ja dann die gewürfelte Zahl mal 100. Okay. Heißt, wenn du eine 1 gewürfelt hast, hast du nur 100 Angriffspunkte dazu bekommen, bei einer 6 halt 600. Und im Abzug eben genauso. Na, Moment. Wissen wir's? Die roten. Wie viel? 5. Also 3, 4, 5. Und... Ah, ja gut, Stahlträger. Hier genug. Können wir ein paar mal mitnehmen. Okay. So. Zack. Ah ja, und den neuen natürlich mal hinklatschen. Gut. Dann kommt hier ein Haufen Kupfer raus. Hoffentlich. Ja, genau, das geht so rum. Das bisschen abenteuerlich gebaut, aber ich denke, das soll funktionieren. Ich habe gehört, ein Bus-Gegen-Bus-System ist sehr erfolgreich. Ich baue gerade irgendwie
Hauptsache, es läuft erstmal. Ach ja, Stromversorgung. Oh nee. Ja gut, dann kann ich die kleinen nehmen. Da haben wir ja noch genug. Ach, das ist doch eklig. Das ist doch scheiße eklig, ey. Ich will es eigentlich noch gar nicht verbinden. Ne, aber es ist. Da sind ja noch keine Greifer dort. Was? Ist der verbunden? Ja, dann da. Bin ich es automatisch. Mehr oder weniger leider. Ach stimmt, halt, warte mal. Wir wollten doch genau Umspannwerke bauen. Wir haben jetzt wieder. Wo ist denn das Plastik jetzt hin? Was habe ich mit dem Plastik gemacht? Ha! Alligatorschwert mit Engelswürfel mal 6. Joey hätte eine der stärksten Karten des Franchise. Ja. Lustigerweise höre ich kaum jemanden darüber sich beklagen, über so funny Videos oder so. Wie meinst du? Und hallo Paddy, schönen guten Abend. Ja, das ist das Bus-Gegenbus-System von Gronkh und Satisfactory. Ich habe es nur ein bisschen geguckt, aber ich. Also meine Sache ist immer, Gronkh halte ich nicht lange aus. Er ist ganz cool, aber ich kann ihn nur in kleinen Dosen konsumieren. Ich habe Satisfactory auch nur ein bisschen geguckt, die ersten paar Folgen, wegen Funk. Nicht wegen Gronkh. Der Gronkh Satisfactory konnte nie gegeben, ich weiß gerade nicht. Okay, so. Ob das läuft? Sollten wir es schon mal anschmeißen? Frage, weichen. Oh, man kann sogar durchgehen. Das sogar aus. Mal gucken, ob. Gelbe Weichen. Ich bin immer noch auf Blau upgraden zur Not. Oh. Da, da kommt schon. Sag mal. Gut. Gut. Unten kommen auch die ersten. Ich mache aber noch mach das mal weg. Ich weiß noch nicht, wie ich es verteile danach. Wird eigentlich okay schnell ausgeliefert. Das ist ein bisschen weniger als erwartet, um ehrlich zu sein. Oh, wir könnten natürlich jetzt auch noch lange dahin klatschen. Nein, Quatsch. Wird überhaupt keinen Sinn ergeben. Okay. Mhm. Er greift. Also sie haben sogar immer noch Pause dazwischen beim Auslegen, also. Hier die gelben reichen vollkommen und hier würde ich auch sagen, ja. Wenn nicht vollgelegt werden kann, könnte man beim Ausladen das noch ein bisschen effektiver bauen. Wird halt immer nur auf eine Seite vom Fließband gelegt, das ist so dämlich. Das ist eine Sache, die mich in dem Spiel echt stört. Weil die einfach nur dämlich ist. Gut. Und schon läuft das hier. Wir könnten Kupfer also anschließen. Oh Gott, Eisen wollte ich doch auch noch reworken. So, wir müssen noch mehr von den Dingern bauen, von den Öfen. Wir müssen Stahl machen. Ich will nämlich keine Kohleöfen benutzen. Jurassic vs. Mavic. Mein Rad, jetzt 4000 Attack. Alligatorschwert, 9000 Attack. Eine Attacke gewonnen. Hä? Also so Tiere machen, ja. Ja, dass es gleichmäßig voll wird, ist ja dann eben. Ich habe jetzt keinen Bock hochzulaufen mit der Karte. Das hier. Das ist schön verteilt auf mal eine Doppellane. So. Nochmal eigentlich direkt. Warte mal. Das war Kupfer. Oder? Ja. Oh, warte mal, warte mal, warte mal. Haha. Fällt gerade was ein.
Wir haben ja hier noch Stuff. Ja, passt. Die grünen, passt. So. Ah, das war. Witze. Okay, das waren vielleicht viele Witzel. Das drüben ist ja auch noch alles lange nicht angeschlossen. Aber. Oh nein, warte mal. Die Witzel haben ja. Ach. Eventuell bauen wir das nochmal ganz fix anders. Ach, Kacke. Geht das überhaupt auf? Nein. Okay, halt, nee, alles gut, alles gut. Wir können das ja noch nach unten verschieben. Verdammt. Na, aber. Okay, eventuell verschieben wir das da. Gott. Moment. Nee, das ist auch blöd. Warte, 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 warte. Ich überlege gerade. Ich muss denken. Mal so. Das wieder stimmt. Nee, das ist. Ist das doof oder funktioniert das? Also du bist der Witzel, das ist klar. Wenn ich dich jetzt aber hierhin baue und sag, du füllst meine Kiste, dann muss der dahin. Das Schülerli ist Charakter im Weg. Dann muss das ein Blauer sein, der das dann hier hinlegt und so macht. Das würde gehen. Es ist so dämlich, aber. Das ist die Sache. In eine Kiste legen oder nicht. Ja oder nein, ja oder nein. Dann haben wir aber eine Witzelkiste. Moment, warte, warte. Ich habe eine Idee. Stopp. Wir machen das einfach so. Einer legt in eine Kiste, der andere legt direkt drauf. Wenn es sich staut, wird das ja voll. Ja. Dann mache ich es lieber so. Dann habe ich das einmal einen konstanten Durchlauf. Oh Gott. Oh, so einen Murks, oder? Ach ja, Eisen neu. Öfen. Oh Gott, warte, stopp. Zeug leeren. Ich möchte nämlich die Überlaufkisten haben wieder. Die haben sich echt als, was Tolles herausgestellt vom letzten Mal. So, machen die extra, damit du zwei Werkstoffe packen kannst. Ich, ja, aber. Nee. Okay, Dave, ich werde mal weg. Hab ein paar coole Tage. Wie coole Tage? Bist du länger weg? Aber danke dir. Danke für deinen Raid. Hab einen schönen Start des Wochenende morgen. Und hoffentlich möge dein Engelswürfel immer auf der 6 landen. Also, nach oben. Du weißt, was ich meine. Ich sage, heute ist mein Hirn noch schlimmer als sonst. Was haben wir denn jetzt noch? Witzel. Kann ich die schon mal hier einladen? Ja, komm hier. Witzel, Witzel. War dann jetzt aber schon mal alles voll, was Witzel braucht. Für mich natürlich. Du. Echt der eine?
Warte mal. Kann ich die in den Ausgang legen? Oh ja, geht. Okay. Achso, ja, du auch, wenn du. Please. So, du bist schon voll. Du auch. Du auch. Shit. Oh nein, alles funktioniert. Welch Mist. ja, warte mal. Wenn wir das von da drüben befüllen. Nee. Können wir es ja auch so machen. Ja. Genau, das muss Iron sein. Natürlich genau wieder aber Kreuz hier, ey. Das... Ah ja, Iron. Richtig. Oh. Ah ja. Ja, but, halt. Brauchen wir das nicht? Dann haben wir nämlich da schon mal 8. Machen wir hier 4, hier 4. Für Stahlträger. Wo führen wir die? Ja, die müssen wir halt irgendwie wieder zusammenführen, ne? Das ist ja das Problem. Dann brauchen wir aber schon mal neu 8. Ich nehme jetzt einfach mal einen Haufen von den Dingern mit, warte mal. Wir brauchen von denen noch mehr. Siegelstellen und rote Schaltkreise. Der Zug fährt ja gerade nicht. Ach, Tobi. Warum denn? Warum denn? Wir nehmen einfach mal mehr. Wie viel waren? 10. Ja, okay, wir haben genug mitgenommen. Oh. Ein Ehepaar sitzt in einem warmen Sommerabend gemeinsam im Garten. Sie, hör mal, Schatz, die grillen. Er, ich riech nix. Ja. Ich komme euch dann auch mal auf den Weg von dannen. Wir sehen uns. Dann Paddy, auch danke dir fürs Reinschauen. Habt eine wunderbare gute Nacht. Und schön ins Wochenende. Und ja. Wir sehen uns auf jeden Fall wieder. So, Moment, was war es jetzt? Stahlträger. Und darum sind denn da noch grüne Schaltkreise? Hm. Oh, rote Schaltkreise. 19 Stück. Ja, reicht ja erstmal. Gut. Was habe ich jetzt über? Ritzel, den Stahlträger. Oh, da fehlt einer. Hier, nimm Witzel. Lass mich in Ruhe. Den Kohle, ist okay. Ah ja, hier unten. Genau, das da kann ja auch wieder weg. Der Ausbau. Genau, das wird verteilt. Dann ist es sogar wieder fair verteilt, ne? Das ist schön. Wenn was fair ist, ist es immer gut. Oh, warte mal. Ich hab mich vertan anscheinend. Kann das sein? Ja, habe ich. Wieso das denn? Hä? Also, ja, wie kann ich nur einen Fehler machen? Ich bin doch sonst so unfehlbar. Hä? Ich habe mir ja arg verzählt. Machen wir 10? Ach, jetzt habe ich den Roten da nicht mitgenommen, ne? Mhm. Das kann immer noch gelb sein, sage ich. Ach nee, die haben wir ja noch nicht hier. Warum haben wir die denn nicht? Doch, da haben wir sie doch. Ich bin aber blind. Alles. So, genau, das läuft ja eh weiter. Okay. Nee. Nix da reinfließen, um Gottes Willen. Bitte nicht. Stopp. Nein, das läuft alles auf dieselbe Bahn. Blöd, 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 blöd. Müssen wir anders machen.
Ah, diese Bänder. Kann ich nicht irgendeine Forschung haben, dass ich nicht mitfahre oder auf Knopfdruck stehen bleibe? Okay. Dann. Ne, dann müssen wir es nach oben laufen lassen. Aber hier ist noch kürzer machen. So. So, zack, 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 zack. Kurz gebaut. Okay. Ja, okay, warte, 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 warte. Nee, dann kann man das so machen. Hier durch, du da. Zack, genau. Du legst auf außen. Du kommst. Ja, perfekt. Okay. Dann haben wir da den Stahl. Dann legen wir mal aber trotzdem hier noch. Ja, das so, dann sieht das halbwegs gut aus. Wird das nochmal gesplittet und verteilt. Gut. Oh Gott. Jetzt schön gesund dazu Kräuterbutter, auf Backwaren und Cocktailsoße zum Fleisch. Steffi, ich hab Hunger. Ja, wenn du sowas sagst, kriege ich auch Hunger. Wie könntest du nur keinen Fehler machen? Ich klappe. Ja, du stehst halt drauf. Ja, ist ja gut. Oh, ich komme so lange drin. Okay, hat wirklich keinen roten Splitter dabei? Nee. Wollen wir halt schnell. Guck mal, dieses Laufen. Sobald wir das aufgelöst haben, dieses Sammelsurium. Ist auch wieder angenehm. Wo sind denn die roten? Ich hatte so. Ah, das ist die Kiste. Ups. Einen roten Splitter haben wir nur? Ach du Scheiße. Schmelzofen, Hochofen. Ja, die können. Sehr outdated mittlerweile. Wir benutzen eigentlich nichts mehr, das Kohle benötigt. Echt der einzige? Gut, wir haben auch nur eine rote Ufer von irgendwas, deswegen. So, halt, stopp. Das ist Copper gewesen, oder? Ja, das ist Iron. Und das haben wir so gemacht, dass wirklich alles da funktioniert. Interessant. Ich bin äußerst erstaunt über mich selbst. Okay, warte. Dann würde ich das aber von hier unten machen. Brauchen wir nämlich das auch nicht. So. Ach Mann. Das Gelbe wird eigentlich reichen. Da brauchen wir wirklich nichts Rotes. Die roten Fließbänder. Okay. Genau, hier läuft ja noch nichts, weil da unten noch nicht verbunden ist wieder. Aber es passt schon. So, wie machen wir das jetzt hier am blödsten? Ja. Ach, halt wenigstens. Ne, wobei. Wo kriegen wir den Saft jetzt am besten her? Dann du da. Warte, ne, du bist nicht mehr verbunden. Auch nicht. Und hier kommen wir, ja gut, hier kommen wir wieder die kleinen verballern. Die ja eh so unbeliebt bei mir sind. So, passt ja. Zack, zack, so. Dann läuft das auch. Kohle für den Zug ist noch egal. Warte mal, da drüben haben wir doch auch irgendwo Kohle gebraucht. Wofür? Ach, für die Öfen.
Ach ja, mhm. Stahlträger brauchen wir hier. Ich sehe da gerade was. Kann das Eisen und die Stahldinger eigentlich auf einer Lane schicken und die dann hier erst splitten? Sofern Stahl auf der oberen ist. Nee, warte, gar geht nicht. Weil hier brauchen wir die Eisen. Na, alles gut. Das ist das Material, das fehlt. Die Eisenstangen für den Stahlbeton. Ja, die müssen wir auch noch. Eisenstangen werden wie hergestellt? Aber nur aus Ding, ne? Eisenplatten, ja. Könnten wir hier eine kleine Produktion hinbauen. Kurz abzwackt. Aber eigentlich nicht. Oh. Das geht schon. Ah ja, genau. Und der ganze Bums kann ja eh wieder weg. Genau. Das haben wir jetzt anders gelöst. Soll ich eigentlich noch mal eine roten Splitter? Wenn wir das hier noch mal einmal splitten. Und den Greifer bauen wir dann auch trotzdem hier hin. Genau. Dann geht nämlich von dem die Hälfte darüber. Das wäre okay. Wir sind echt lange nicht mehr angegriffen worden. Kann das sein? Wie ist denn meine Umweltverschmutzung? Die ist doch eigentlich... Also okay, das, wir hatten schon mal mehr, oder? Ne, hier ist sie komplett weggegangen, da unten. Oh, weil der Zug auch nicht mehr fährt, ne? Ich glaube, die sind ein bisschen entspannter. Weil kaum was, wir verbrennen ja auch nichts mehr. Genau, wir haben die ganzen anderen Öfen vorhin abgerissen. Naja. Das kann man ja zur Not noch nach oben erweitern mit nochmal zwei, das passt. Soll ich das gerade stehen lassen? Okay. Du machst Eisenstangen. Die laufen. Nee. Halt, stopp. Ach, fuck. Ich wollte es nach unten machen, aber es geht ja gar nicht. Boah, das wäre so hässlich, wieder. So, das ist die Außenbahn. Das ist wieder die Außenbahn. Jetzt ist es genau andersrum. Ach, shit. Genau, und dann kannst du so auf die Innenbahn legen. Gut. Brauchen wir wirklich zwei davon? Nee. Okay, dann haben wir einen dafür abgezwackt. Das sollte eigentlich reichen. Nee, das gefällt mir nicht. Das ist nicht gut. Das ist nicht schön. Nee. Warte. Und das wieder so. Das muss erstmal so bleiben. Das ist wenigstens symmetrisch. Aber wir können ja trotzdem hier mehr klauen.
Das ist ja nicht das Problem. Wo ist denn jetzt der Ofen? Ich hab noch mehr da. Schauen wir uns. Ja, scheiße. Der Ofen ist dann. Hat. Wo liegen die Stahlträger? Oben. Nein. Dann musst du noch da legen. Dann stimmt's nämlich wieder. Aber. Warte, du klickst nach oben. Oh Gott. Das ist so kompliziert. Und von hier klauen wir für dich auch eins. Dann ist es nämlich auch wieder. Nein, warte. Nein, das ist egal, genau. Weil du ja dann auf der anderen Seite kommst. Oh Gott. Ja. Oh mein Gott, ey. So umständlich. Aber so haben wir die Zufuhr für diese Lane, damit das da hinten wieder funktioniert. Dass wir dann auch da lang legen können. Oh mein Gott. Das ist alles so furchtbar. So. Genau. Wir legen nämlich die dann über diese kleine Brücke und dann da hoch. Das passt. Na, guck mal, die ist genau zwei breit. Als hätte ich es geplant. Schon wieder. Oh, hä? Also, oh, es wird wieder ganz knapp. Nicht doch, geht auf. So, das passt jetzt aber. Hat Trinken 50 eingelöst. Ne, von mir aus. Und Hals wird eh wieder trocken. Dein einziges Glück. So, dann. Ja, das ist erstmal hässlich, aber das sind wir in diesem Stream gewohnt. Ihr seht ja auch mich die ganze Zeit. So. Wir haben mal 5 Millionen Stahlträger, die wir da extra dabei haben. Mein Gott. Oder lassen wir mal. Hier sind zwei, ne? Ja, passt. Unter den Schienen durch. Dahin. Ist dann auch von da. So was Schönes wie du ist was für Genießer. Du elender Schleimer. Genau, dann können die da hoch. Mehr Fließbänder. Ich habe noch irgendwo ganz viele Fließbänder. Da haben wir eine Kiste davon. Ah ja, guck mal. Machen wir 300 mit. Erstmal reichen wieder. Oh mein Gott. Wir haben halt wirklich nur die Base neu gemacht. Und sie läuft noch nicht mal. Und es sind schon fast 5 Stunden. Goddammit. Gut, da lang. Zack. Zack. Okay.
damit ist sogar hier halbwegs aufgeräumt. Das ist ja... Nee, die Kohle kann ich dann... Kann ich die Kohle... Oh, warte mal. Doch, und klar, dann kann ich die über den Splitter rausfiltern. Dann kann ich die Kohle da lang schicken, über den. Oh, das ist ja super. So, warte mal. Dann, halt, stopp. Ich muss mal abbrechen. So, hä? Moment, was ist... Ach, und da ist auch noch meine Kohle. Das ist nicht so... Ja, nee, doch. Alles gut. Gut, dann... Dann brauchen wir noch nicht mal die Untergrunddinger mehr. Zumindest an der Stelle. Sehr schön. Dann ist das viel aufgeräumter. Jetzt wartet, guckt. Wir machen dann über das Eisending die Kohle noch mit. Machen das dann so. Bevorzugter Ausgang links Kohle. Perfekt. Dann schiebt er nämlich nur die Kohle nach links. Den Rest nach rechts. Oh, und der Rest ist Eisen. Und das Eisen wird gebraucht für... Ach ja, für den normalen Beton. Okay. Oh, ist das gut. So, jetzt warte. Jetzt müssen wir die Kohle nur auf diesen Ding noch draufkriegen. Oh, shit. Ja, okay, die können wir hässlich dazulegen. Machen wir einfach. Sehr stumpf ist Trumpf. Die kommt einfach so rein. Was soll's? Zack. Nö. Ach, leck mich doch. Also, das ist so blöd. Was da wirklich einen. Hallo? Kann ich es hier durchmachen dann? Ja, immerhin das geht. Ey. Gut. Hier ist der Greifer. So. Dann geht die Kohle darüber. Ja. Oh mein Gott. Gut. Oh ja. Das schmeckt. Das ist schön. Kurve, das ist natürlich ein bisschen, ja, unsauber, aber es funktioniert. Dann lass das Hähnchen und Brot hier rein und das läuft alles in 2 Minuten. Ja, eben, ich habe dann keine Ahnung, warum und wie und überhaupt, aber wegen einem guten Plan. Warte mal, bist du, ja. Mal 18, 25 mal 25 wäre mir lieber. Kann ich die wirklich von außen hinstellen? So, da kommt die Kohle. Die Brücke war echt gut. So, genau, die Kohle wird dann rausgefällt. Na, oh Scheiße. Halt. Schlecht. Ganz schlecht. Die Kohle muss nämlich wieder auf diese Seite. Oh Gott, damn. Fick doch alle, ey. Warum ist das so? Ja, genau, was ist mit dem Stein? Mann, ey. Wer hat sich denn den Scheiß hier ausgedacht? Was? Moment. Nee, das geht nicht. Ich kann sie früher splitten, das ist nicht so schlimm. So. Links für Kohle. So, Kohle kommt. Kohle
wird nochmal gesplittet. Ach, das ist dumm, warte, dann muss der da sein und... Oh Gott. Meine Güte, ey. So, zack, zack. Gut, gut. Genau, Kohle links. So rein. Warte. Jo. Gut, dass ich mir das immer noch mal anschaue. So. Kohle wird gefiltert, Eisen läuft durch, Kohle geht richtig rum durch. Da unten ist es egal. Ach, Mann. War egal, aber jetzt ist es wieder unsauber. Hier ist es eh nur fürs Beladen vom Zug. Gut, so. Andererseits, warum haben wir jetzt da überhaupt die Kohle? Das ist aber alles gegen andere Öfen tauschen. Das wäre jetzt auch nochmal ein Riesen-Act. Egal. Dann kriegst du aber die Krone, die ich dabei habe. Na. Gut. Warte mal, Eisenerz haben wir noch dabei. Für dich, ne? Ja. Das überlädt der. Okay. Verstehe. Ah, da genau, da brauchen dann die Eisenstangen. Ich weiß nicht genau schon. Wenn ich wüsste, ob der oben oder unten hinlegt, könnten wir das, wenn der unten hinlegt, der Greifer, dann könnten wir uns das Ding sparen. Dann wäre es nicht ganz so hässlich. Das ist ein Meter? Ja. Oh ja, stimmt. Hier drüben. So. Ach ja, wir sollten das mal alles mit Strom verbinden, wie gesagt. Ah, und hier. Ja, machen wir erstmal Strom. Können aber die Dinge auch die gelben. Okay. Kupferplatte. Stahlträger haben wir. Ja, haben wir. Hier. Okay. Das 22 bauen, was soll's. Mit Vergnügen. Dann haben wir welche. Wo wollte ich das jetzt hinbauen? Da drin. So. Ist ja alles so semi angeschlossen. Kann ich das irgendwo... Sag mal hier. Oh, das ist gut. Und jetzt hier. Perfekt. Und hier brauche ich ja eigentlich nur den kleinen... Ja, aber das ist mit dem Anschluss wieder scheiße. Egal, dann stellen wir den dahin und alles läuft. Und ich fange sogar schon an jetzt. Ach, weil ich da schon Sachen reingelegt habe, richtig. Moment, warum nimmst du... Achso, weil die auch schon voll sind. Hm. Nun. Na gut. Wird wenigstens schon mal ein bisschen voll gemüllt. Genau, das war das. Du bist wahrscheinlich auch richtig voll gemacht? Nö, hast du ja auch ein paar genommen. Passt. Sag jetzt, was hast du? Nichts. Genau, die werden sich ja mehr oder weniger füllen, hoffe ich irgendwann. Hat die Frage, ob 4-4 eine gute Mischung war, aber. Wir werden sehen. Gut, die Sitze sind voll. Und das
Was? Nein. Ich wollte mich einfach nochmal dafür bedanken, dass du heute dabei warst. Weißt du, es sind die kleinen Dinge im Leben, die einem im Gedächtnis bleiben. Es muss nicht immer monumental sein, damit es schön wird. Also einfach nochmal danke, danke, danke. Warum donatest du für sowas? Danke, Lenz, für dein Euro. Und gerne. Ich bin mit Freuden dabei. Moment. Da muss ja Kohle lang. Das ist doch eigentlich das Einzige, wo aktuell Kohle lang muss, ne? Hier runter. Soll ich die Kohle wirklich mal im Kreis fahren lassen? Wobei, wir werden da auch irgendwo Kohle brauchen. Vielen Dank, Lenz. So, jetzt warte. Genau das da ist unsere nächste Ding. Und zwar. Wir waren das grau oder blau? Motor, aber genau da war Schwefel dabei. Genau, dann ist blau eigentlich am besten hier oben herzustellen. Hier haben wir jetzt ein schönes Netz. Können wir das da lang verbinden? Warte. Ich kann mich immer beschweren, wo die Musik immer bleibt, aber wenn man mal drüber nachdenkt, sich zu beschweren, läuft schon. So. So. Muss schon mal herbringen. Irgendwie. Und ein Iron geht direkt da rein. Und das andere. Erstmal nicht. Andere geht hier hin. Und stuck dann. So. Oh, das waren schon wieder meine. Eigentlich schon nach 11. Ich wollte nur bis um 11 machen, ne? Aber jetzt läuft's gerade. So langsam komme ich wieder. Nach was? Nach 5 Stunden komme ich wieder in den Flow vom Spiel. Toll! Ich bin halt langsam, deswegen. Das ist halt so. Ein altes Relaxo ist halt kein D-Zug. So, Stahl brauchen wir eigentlich noch nicht, deswegen. Hier nochmal splitten? Die Frage, ich glaube, ich muss splitten. Nee, bei. Abwarten. Genau, der Splitter war hier schon. Gut. Dann ist hier. Wir könnten es auch zu einer Hierer Lane machen eigentlich. Ich kann nicht mal. Es sind jetzt Zweier Lanes. Zweier kannst du ja wunderbar auf eine Vierer erweitern. Ja gut, wir können erstmal gucken, wie es läuft. Wir können es danach immer noch verschlimmbessern. Was?
Ich donate für sowas, weil ich für jeden Scheiß donate. Warum sollte ich denn aus GE-Rechner hier eine Ausnahme machen? Nö, da sehe ich gar nicht ein. Ich mach das einfach weiter so wie bisher und alles ist gut. Ich bin zu alt für derlei Veränderungen, Kappa. Clarence, vielen Dank. Und schön, dass du einfach den Chat komplett ignorierst. Und über Text-to-Speech antwortest. Du magst das Feature wirklich, ne? Beta funktioniert, yes. Was? Quatsch. und du bringst mich immer komplett raus. So, damit hast du wieder genug Kohle von mir geschäffelt. Dankeschön, Lance. Ja, ich liebe dieses Feature. Echt, merkt man kaum. Okay, wir machen hier einen Split. Das ist, glaube ich, geschickt. Nee, aber was zum... Ja. Nein! Ach so, weil die noch nicht nach unten laufen. Ja. Nee. Was ist denn kaputt hier? Hä? Ja, danke. So will ich das. What the heck? So. Alles wieder in die andere Richtung kritschieren. So. Dann haben wir jetzt hier auch zwei Lane. Und eine davon schicken wir straight. Ne, nicht ganz straight, aber hier runter. Gut. Besser funktioniert als erwartet. Hep, hep. So. Das sollte passen. Aber Dave, ich muss dir auch noch mal was Cooles abtippen. Ich bin vorhin zur Arbeit gekommen und wurde mit Kaffee und Nussecke empfangen. Oh. Ich habe mich etwas königlich gefühlt. Ständlich, also... Und auch absolut verdient. Kaffee und Nussecke hätte ich auch mal gern, wenn ich irgendwo hinkomme. Aber werde ich nie mit Kaffee und Nussecke irgendwo empfangen. Die Welt ist halt einfach schlecht, ne? Diese Wiesenmasse an Kohle, die sich da jetzt einfach durchbewegt. So. Genau, blau hatten wir jetzt gesagt, brauchen wir. Habe als erstes gleich rumgemotzt, oder wie spät ich gestern die Arbeit so schlecht gemacht. Wow! Das. Okay. Okay. Ne, ja, das ist süß. Ja, ne, ne. So. Moment. Muss ich da nochmal runterlaufen? Und das hier einfach nach oben ziehen. Das wird blau. Wird vielleicht doch ein bisschen länger. Wir brauchen ein paar Rohre, glaube ich. Ja, wir brauchen definitiv Rohre, um Gottes Willen. Sag mal. Nee. Kein Geröll, kein Geäst. Nicht in meiner Fantasie aus Beton und Stahl. Genau. Eigentlich. Warte mal, das füllt sich jetzt langsam, ne? Ja, genau. Läuft jetzt so durch. Das ist erst da. Das ist okay. Es geht eigentlich wirklich nur noch darum, da hinten die Öfen, die auf Dauer irgendwann mal neu gemacht werden,
Und die Züge. Richtig, du hast noch keinen Ding. Dein Brennstoff ist. Ja. Also. Oh ja. So. Gut, dass mir das gerade noch kommt. Zack, zack. Ne. Dann auch mal. Ne? Egal. Schicken wir das hier entgegen. Oh, unten. Wie viel von diesen Bändern man einfach verbraucht, ne? Wieder 300, ne? Ups. Was habe ich gerade gemacht? Okay. Aber wie macht man das jetzt am döfsten? Da müsste jetzt eigentlich auch nochmal ein Splitter sein. Das ist aber kacke. Doch, geht. Geht. Glück gehabt. Ob eine geht nicht, ne? Dann. Ne, jetzt. Ach, Gott. Umständlich machen hier alles. Na gut. Dann halt so. Ja, Hauptsache der Zug wird. Oh, ja. Sollte vielleicht auch ein Greifer hin. Ja, aber Spaß beiseite. Ich habe mich wirklich gefreut. Ich habe fast verpennt und Kaffee zum Dienstbeginn ist erstmal eine richtig schicke Sache. Ja, wo Rakete? Hallo, Jacket. Nichts wo Rakete. Du meinst eher mal wo Base? Wir haben sehr stark aufgeräumt. Ist alles weg und alles neu. Das ist doch irgendwie so eine Raketenform, oder? Ein bisschen. Aber schönen guten Abend. So, blau, 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 hat man gesagt. Machen wir jetzt. Was braucht Blau denn? Oh, drei Sachen. Der Schwefel ist easy. Das kriegen wir hin. So, da haben wir jetzt unsere Sachen. Was brauchen wir denn dafür? Schwefel brauchen wir. Chemie. Gut, war jetzt irgendwie eventuell abzusehen. Machen wir eine Dreifachproduktion wieder? Ja, oder? Erstmal so, erstmal blau. Dann passt man da war, aber. Drei Zutaten brauchen. Müssen wir schon mal so arbeiten. Hup.
So, jetzt die Frage, wo bringen wir was her? Schwefel ist easy. Können wir Schwefel auf der Außenbahn machen? Hier einfach. Ja, doch. Ich glaube, Schwefel ist auf der Außenbahn einfacher. Machen wir das jetzt schon mal so. Machen wir es einfach durch. Schwefel können wir direkt herstellen. Relativ direkt. So, Chemiefabrik. Machen wir. Machen wir es auf der anderen Seite von dem Ding. Ich könnte auch Wasser nochmal rein, was sonst bin ich mir jetzt unsicher. So, zack, zack. Braucht man nämlich für was anderes auch noch, deswegen machen wir mal. Wobei, eins, glaube ich, hat gereicht dafür. Schwefel hat gebraucht Flüssiggas. Ich habe keine Rohre gebaut. Oh, kann mal laufen. Jetzt war Sekit fragt, wo der geht denn? Wow. Ich kann mit nichts zufrieden sein. Ist euch klar, oder? Hauptsache nörgeln. Und zack, zack. So. Da. 200 brauche ich vielleicht nicht unbedingt, aber. Das eine oder andere sollten wir vielleicht mal bauen. Bauen wir erstmal eins. Oder? Ja. Ja, warte. Ne, auf der 2 waren die Rohre, ne? Ja. Machen wir es mal auf Max-Ding. Das habe ich so weggemacht. So, zack. Schwefeldings. Schwefeldings. Oh, das war lucky, dass das aufgegangen ist. Ja, ah, gut. Haben wir keine. Glaube, die reichen. Du bist darüber dann. Wasser. Ja gut, Wasser kann man eigentlich auch noch mal Leitung hier langlegen. Damit was haben. Warte mal, in dem Schema. Warte mal. 3 rüber, 1 runter. 3 rüber, 1 runter. Ja. Ups. Ja, jetzt musst du nachproduzieren, weil ich dumm war. Okay. 2 rüber, 1 runter. Ah, dann legen wir aber auf. Nee, das ist blöd. Dann holen wir das Wasser da oben lang. Das ist okay. So. Hm. So. Das geht ja. So, machen wir zack, zack. Das bis. So. Ja. Weg. So, aber du hast Wasser. Gut. Anschließend werde ich später. Genau so. Schwefel. Dann Motor und erweiterter Schalt. Der ist schon hässlich. Wir machen das so. Erweiterter Schaltkreis sollte eigentlich am einfachsten sein. Wir brauchen. Warte. Warte, das können wir eigentlich hier wunderbar machen, ne?
Wir brauchen eigentlich nur zwei Materialien, Eisen und Kupfer. Heißt, wir können mit einer Hinführung arbeiten, die weit von unten kommt. Wir gehen jetzt erstmal so her, sagen... Oh, nee. Nein. Ja. Genau. Ah, nee. Ah, Kunststoffstange. Ah, ja. Okay, gut. Die können wir hierher holen. Können wir da noch eine Chemiefabrik hinstellen? Das passt. Dann bauen wir aber da zwei. Warte, das sind die roten. Die roten. Die kommen dann von da und von hier kommt dann das andere, was ich schon wieder vergessen habe. So. Die grünen brauchen wir dafür. Gut. Noch mal zwei davon? Nice, Dave spielt in Factorio, aber nicht mehr lang. Hallo Blacky, schönen guten Abend. Zack, zack, zack. Und wir machen heute eigentlich nur Neubau von allem. Wir haben halt alles abgerissen und neu gebaut. Versuchen gerade wieder die Forschung zum Laufen zu kriegen. Ja, genau. Ja, was hatten wir jetzt hier angeliefert? Nee, das ist ja doof. Opfer und... Machen wir erstmal den normalen Elektroschalt. Wenn das von da drüben richtig kommt, dann können wir... Dass man nicht weiß. Warte mal, komm mal her. Nee. Legt es unten hin, also von sich aus gesehen rechts. Ja, hier. Das heißt, jetzt wäre es wieder oben, ne? Ja, okay. Rechte Seite priorisiert. Heißt, es ist unten hier. Scheiße. Na gut. Hier auch unten. Dann, wenn das so kommt, dann kann ich da aber eine Fabrik hinstellen. Die das so hinlegt, dann legt die das nämlich oben hin. Okay, dann haben wir grün und Kunststoff da. Dann brauchen wir Kupferkabel von hier. Das ist nicht schlimm. Kupferkabel machen wir hier. Frage, reicht uns ein Kupfer? Moment, brauchen wir noch irgendwas Kupfer? Ah ja, Kupferkabel brauchen wir hier auch nochmal. Okay, splitten also. Nee. Oh.
Genau, das wird Kupferkabel. Was ist das? Bestätigung mit E, was? Grüne Schaltflächen im Spiel können mit E bestätigt werden. Missbestätigen? Okay. Ich will keine grünen Schaltflächen. Kabel. Genau, du brauchst Saft. Gut. Und Eisen. Eisen geht eigentlich bisher. Genau. Kupfer und Eisen würde ich nämlich gerne hier zusammenbringen und dann splitten. Oh Gott, oh Gott. Dave hat vor, dich zu raiden, Blacky. Exakt. Muss Blacky machen. Mach schon mal an. Ich wollte eigentlich beim nächsten Dave-Stream den Factorio-Server hosten, was Leute aus dem Chat Lust haben. Ich bin echt platt von heute. Ja, ich auch. Ich wach jetzt gerade erst so langsam wieder auf und bin fitter und auch... Ja, hui! Vorher war ich wirklich so... Und genau da, wo ich so ultra kaputt war, kamen 3 Raids. Oh, großartig. Ein perfektes Timing, so. Ich hab mich aber selber abgelenkt. Shit. Kupferkabel. Genau, Kupferkabel geht raus. Eisen da rein. Eisen brauchen wir hier nicht. Eisen brauchen wir hier nicht. Brauchen wir hier Eisen? Nee, okay. Also kann Eisen wirklich von hier kommen. Gut. Und bevorzugter Ausgang dann Iron. Genau, dann wird es hier aufgeteilt. Sehr schön. Dann gehen die gelben Ärmchen aus. Was ist denn das für ein Ding hier? Wir hatten das gebaut. Von Schwachsinn. So, haben wir genau die roten da. Mal gucken, was fehlt denn hier noch? Die Motoren. Was kommt hier? Plastik. Hier kommt Plastik. Hier kommt Kurt. Plastik wird wie hergestellt? Hatten wir vorhin, ne? In der Chemiefabrik. Chemiefabriken haben wir ein paar. Nein, du. Mal irgendwie. Du brauchst Kohle und Flüssiggas. Ah ja, Kohle hier hoch nochmal. Und auch Flüssiggas. Ja, das ist ja ein bisschen blöd. Was mit den anderen Dingern, die wir jetzt extra gebaut haben? Auf. Das passt. Ich muss mir echt Kohle noch anliefern, ey. Eieiei. Fuck. Zack, zack. Aber genau, das ist dann auf der Unterseite, das passt. Warte mal, was kommt hier? Schwefel. Ach ja, Schwefel geht darüber. Richtig. So. Das ist der Schwefel. Das ist ja zur Not immer noch erweiterbar, die Dinger. Echt ja. Du hast wirklich null? Achso. Schwefel, genau. Nein, da. Was? Nein, nicht Schwefel, genau. Plastik wollen wir ja hier. Plastik, Plastik, Plastik. Plastik ist. Yes. Das ist eigentlich unser Tank. Ob nix. Verkauft, der geht doch noch nicht im Multiplayer. Doch, doch, doch. Natürlich. Bob hat jahrelang mich genervt, ich soll mit ihm spielen. Ich habe mich immer gewehrt.
Ja, ich kann straight runtergehen. Wir brauchen nicht wieder neue Fließbänder. Ja. So weiter geht. Müssen wir sogar Fließbänder nachbauen. Die Strecke ist ja jetzt doch deutlich größer. Ja. Ich lasse auch bewusst ein bisschen mehr Platz jetzt überall. Ah, Kohle? Haben wir ein Abbaugerät dabei? Nee, ne? Mist. Also ja. Nichts noch nicht anschließen. Nein. Die nehme ich noch ab. Sind noch ein paar hundert. Eieiei. So. Ja, dann haben wir auch Kohle da oben schon mal, wenn wir sie brauchen. Hier. Verdammt. Das ist, oh, na, das ist zu weit. Muss man dann schauen, wie wir das hinkriegen, ne? Na gut, wird halt. Input ist klar. Hm. Wieso rein dann? Dann hoch. Ja. Dann Eisen dann oben links, das passt. Naja. Okay, genau. Eisen. Das wären jetzt Motoren. Ja, Motor. Ja, ja. Ein bisschen darüber. Ups. Und irgendwie klatschen wir jetzt hier eine Motorproduktion hin. Motoren, Motoren, Motoren brauchen. Ja, okay, sehr viel Metallzeug. Na gut. Donk, 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 donk. So, das ist jetzt reines Metall. Ach, shit, das. Warte. Ich krieg das hin. Und zwar setzen wir das auf 4. Okay. Genau, du brauchst nämlich Metall. Oh nein, du brauchst Stahlträger, never mind. Oh, dann, dann brauchen wir noch eine Lane hier hoch. Oh. Okay, wie ist denn das, wenn ich jetzt auf 4 teile, aber auf einem nichts kommt? Geht ja dann immer 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, also oder 1, 2, 3, voll, 1, 2, 3, voll, 1, 2, 3, voll. Dann würde ich das einfach so lassen. Das. Nee, dann geht ja alles da lang. Okay, ich sehe den Fehler schon. Nee. Braucht davon am wenigsten. Na gut. Dann kriegt der halt ein bisschen Bevorzugung. Da könnte sogar relativ fix voll sein. Dadurch können sie es nach hinten stauen.
Aber Motor. Machen wir mal einen zweiten noch hin. Ich hab noch gar keinen gemacht, ne? Motor. So. Finde die gehört nicht. So. Zack, zack. Du hast jetzt drei. So. Hopp. Ich würde innen Witzel und Rohre machen und außen die Stahltecke. Genau, dann kann ich die Stahltecke nämlich über eine externe Zulieferung so machen. Und dann wird das Stahlträger. Das ist nicht so sauber geworden. Okay, warte, dann machen wir das ganz kurz anders. Aber erstmal links Eisenplatten. So. Nein. So. Dahl. Wieder unten. Ach, da war ich ja dämlich. Ah, warte. Das ist gar nicht. Halt, stopp. Sau dämlich. Warte. Zählen, was zum Geier. Ich bin zu blöd, bis weit zu zählen. So. Oh nein. Nee, passt doch. Was ist mit meinem Hirn falsch? So, jetzt wollen wir nur mehr gelbe. Genau, dann können die so rein. Warte mal. Ja. Soll vielleicht noch einen Auftrag geben. Ritzel. Und Rohre. Ne? Genau, Stahl kommt von außen. Ritzel und Rohre kommen aus der Mitte. Jo. So. Der spielt Dave hier irgendwann mal. Dazu texten. Was? Moment. Für 25 Euro kann ich Dave mindestens 25 schlechte Witze. Das ist das Wichtige, genau. Mich mit schlechten Witzen zu bombardieren. Hier sind die Dinger. Einen noch mit. Muss korrekt, was Tobi sagt. Also, ob der sich auch das lesen konzentrieren kann. Ich kann nicht lesen. Habe ich nie gelernt. Was sind die interpretieren in-game? Wow! Ging der Witz jetzt durch? Ah ne, da wird's, ja. Am Chat nicht angezeigt bekommen. Doch, der kam. Ein Mann liegt im Krankenhaus in der Urologie. Eine Schwester kommt mit einer Infusionsflasche ins Zimmer. Mist, kein Ständer da, sagt sie. Mann, genau deswegen bin ich ja hier. Diese Witze. Dieses Witzbuch. Ich habe zwei neue Witzbücher gekauft. Mit insgesamt 1400 neuen Witzen. Ich hoffe, neue Witze. Ah ja, warte mal. Und das. Muss ja noch da drauf. Nee. Also für die nächsten ist vorgesorgt.
Dein Hirn ist Daves Hirn, was? 1400 schlechte Witze, yes! Ich habe wirklich günstige Bücher gekauft diesmal. Ich, beide zusammen haben so viel gekostet wie dieses eine. Steht da eigentlich drin, wie viel das sind? Nee, ne? Ne? Es gibt ein Schlusswort. Vielen Dank dafür, dass Sie dieses Buch gewählt haben, ja. Mal noch nie wieder. Okay. Was ist das nochmal für eine Produktion? Blau. Na und von da hinten. Und danach dann die andere Farbe. Welche? Warte mal, nur mal kurz gucken. So, Grau kommt dann hier. Naja. Mal schon mal andeuten. Oh, so. Das wäre aber eigentlich dann sogar schon fast fertig, ne? Warte mal. Nochmal gucken, bitte. Blau ist Schwefel. Schwefel kriegen wir direkt von hier. Dann Motoren kommen von hier. Gehen so durch. Brauchen. Der Stahl müssen wir noch anschließen. Genau, das wird Eisen. Eisen geht hier rein. Hier gehen dann da rein. Kunststoff kommt von drüben. Genau, das kommt von da. Das ist vielleicht ein bisschen eng gebaut, das gebe ich zu. Das wäre jetzt nicht so erweiterbar, wie es gut wäre. Das ändern wir. Bevorzugt links für Ding. Mehr erweiterbar wäre durchaus eine praktische Option. So. Warte mal. Da kommt Stahl dann her. Den würde ich gerne so anschließen. Wieder das Hässchen. Okay, warte. Den holen wir von hier. Schicken den aber einmal so rum. Okay, Stahl. Nee, gut, den brauchen wir jetzt erstmal nur so. Welcher war Stahl, der äußere hier? Okay. Dann Eisen ist das hier gewesen. Und welches das? Ah, scheiße. Kupfer. Ach, das ist hässlich mit dem Eisen. Und immer. Ah, ne. Durchkommen musst du ja. Soweit ist ja klar. Welchen nehmen wir? Das ist egal, ne? Mhm. Dann bist du. Du Eisen. Und du Kupfer.
Okay. Dann ist die Versorgung sogar okay. Haben die Option auf Erweitern? Dave, muss ich was fragen. Schaffe ich es heute, deinen Stream zu schauen und im Anschluss Ocarina of Time zu gucken? Oder streamst du meine gesamte Schicht durch? Nein. Wir haben 12. Ich wollte eigentlich von einer Stunde schon ausmachen. Ich mache ihn wirklich nicht so lang. Ich weiß, ich sage das oft, aber nee, heute geht wirklich nicht. Walls. Starr auf. Müssen wir doch wieder Stein. Oh Gott, einmal quer darüber schippern. Hier ist halt gar keine Pollution mehr. Oh. Hier wird mir angezeigt, wie ich. Wo Verteidigung ist. Hier. Ja. Das ist Markierung. Ich habe keine Markierung. Arbeitsroboter gibt es nicht. Logistik, Stromnetz. Na, das ist schön. Einmal rum, rum. Wo ist das jetzt? Hier. Reichweite, das ist da was. Okay, so. Dann ist die Frage. Hör mal, das sind. Nee, 4x4. Sind die. Ja. 18x18er. Da können wir einen hinstellen. Geht halt nicht ganz auf, ne? So. So. Oh, das geht perfekt. Das ist ja toll. Können wir hier noch einen. Ja, dann decken wir das jetzt einfach so ab. Oh, das wird nicht gehen, oder? Nein. Ja, dann müssen wir das einfach hässlich machen. Aber egal. Oh, da drüben. Oh. Schön. Oh, du arbeitest schon. Und du nicht? Achso, weil du noch keine Kohle hast. Ja, dann. Bist du nur? Okay. Die Frage ist, wie reicht mir der eine dann? Na gut, wir haben ja hier die Option zum Erweitern. Hier nach unten. Die zwei sollten reichen, nehme ich an. Haben wir nur drei. Ich weiß nicht, ob drei reichen. So, warte mal. Panzerbrechende Munition. Was haben wir denn noch? Gut, Walls sind eklig. Walls würde ich woanders herholen. Heißt, die Walls sind die. Das machen wir jetzt mal schön mittig. Und du so, und du bist. Doch, bist richtig rum. Werden das die Walls? Okay, und die holen wir von drüben. Die Dinger gehen uns jetzt bald aus. Das ist ein bisschen blöd. So, rote Munition. Rote Munition braucht Kupfer und gelbe. Was geht eigentlich? Gelbe Munition, einfach nur Eisen. Okay.
Das ist einfach nur eine Hinführung. Die wird nur eklig. Das ist nicht so schlimm. Was brauchst du? Eisen. Ja. Das geht. Kann man zur Not auch verdoppeln. Das macht nichts. Was war das andere? Granaten. Meine Figur mal wieder im Weg, wie immer. So, Grenades. Da. Kohle und Eisen. Okay, also Eisen. Warte. Das ist ja dann Eisen. Warte. Holen wir uns von oben. Machen jetzt so und sagen links Kohle. Dann geht's Eisen nämlich weiter. Klatschen wir da noch einen zweiten hin. So. Oh. Ihr habt noch gar nicht Bestzeiten von Metroid Dread und Boss Rush gepostet. Ich wollte dich nicht demotivieren, Blacky. Deswegen habe ich es noch nicht. Und ich denke, Broti war das Gleiche. Nee, es dauert, bis ich mir das angucke. Also wahrscheinlich mache ich es gar nicht, weil ich bin überhaupt nicht mehr drin in Metroid Dread. Ich habe es ja seit dem Durchspielen nicht mehr gespielt. Und da ist nochmal. Das da. Kohle. Die Kohle kann man von hier holen, das passt. Und was war das andere? Shit, Eisen. Wir brauchen. Okay, warte mal. Ich hab. Warte. Eisen brauchen wir hinten fucking viel. Warte. Eisen läuft aber dann hier gemein. Nein. Eisen muss die Solo-Lane werden und Kupfer und Stahl können hier in der Lane sein. Dann trennen wir hier einfach nur den Stahl raus. Das ist deutlich besser. Stahl. Der geht aber dann nicht hier rein. Ist der natürlich mittendrin. Das ist natürlich blöd. Den müssen wir jetzt irgendwie da rüber kriegen, weil den brauchen wir auf der Seite gar nicht. Da kacke. Dann machen wir, warte, den Stahl auf die rechte Seite. Ist das wieder egal? Dann müssen wir das umbauen. Doch kacke, oder? Ja. Dann machen wir das so. Ne, warte mal, Stab doch mal hier auch. Ja, genau, scheiße. Okay. Nochmal ändern. Da doch wieder links. Bin ich komplett durcheinander auch mittlerweile. Genau, das ist jetzt wieder Kupfer. Also das. Stahl wird gesplittiert. Immer fair verteilt. Einmal hier durch.
mal hier durch. Und so. Genau, das ist jetzt Iron. Na, jetzt wird es unübersichtlich gleich, ja. Warte mal, muss man das noch ändern da unten. Sonst kommt komplettes Chaos raus. So, passt. Nee, warte mal. Halt, stopp. Halt, stopp. Schlecht. Nee. Wobei, ist ich... Ne, ist nicht egal. Eine Doppelreihe. Fällt mir jetzt erst auf. Warte mal, das ist Eisen. Eisen ist das Mid-Level. Das Mid-Level. So. Das ist jetzt Stahl. Warte mal, Stahl kommt jetzt so, geht darüber und geht hier rein. Perfekt. Aber das ist ja dämlich. Zack, zack. Fuck. Okay, warte. Ne. Okay, so, perfekt. Ist wieder hässlich, aber wir können so eins nach vorne schieben. Komm hier noch. Okay. Kannst du auch ins Eck gehen? Okay. Was ist jetzt was? Das ist Eisen. Die linke. Also, Eisen geht hier rein. Come on. Dann wird hier gesplittet. Und dann da... Brauchen wir hier Eisen? Ne, hier war Stahl, ne? Genau, und dann ist... Ja. So, kann man das Eisen schon mal machen? Nee, warte mal, was ist denn das jetzt? Was ist das denn jetzt? Stahl. Das ist der Stahl, der rübergeht. Wir brauchen aber auch Eisen, das rübergeht. Hier braucht man auch Eisen, oder? Ja, hier braucht man auch Eisen. Okay, dann... Eisen, was rüber geht. Was haben wir da oben? Na genau, da oben ist... Ah, das ist die Kohle. Nee, gut, die brauchen wir hier nicht, ne? Nee, gut. Dann ist... halt. Machen einfach wieder. Das mag das System eigentlich echt gerne, muss ich sagen. Gut. Eisen. Damit.
Wie gesagt, wir bauen großflächige diesmal. Ey, das ist zu hoch gehen. Gut. Eisen. Du hast auch nochmal normales Eisen, dann du brauchst den Stahl. Bist du Stahl? Stahl geht hier lang? Ja. Und Kupfer? Oh, fick, wieso kommt mir... Was ist denn Kupfer jetzt nochmal? Brody ist unschuldig. Brody ist nie unschuldig. Nein, nein. Weiter Run steht noch aus. Okay. Ich weiß nicht, ob ich... Also Dread war gut, aber ich hab's nicht vor, zeitig nochmal zu spielen. Irgendwann ja. Aber jetzt gerade... Nö. Das hat noch Zeit, bis ich es nochmal spiele. Gib mir nochmal ein paar davon mit. Passt eigentlich, oder der Rest? War noch irgendwas davon? Naja, gib mal die Motoren mit. Können wir gleich mal einlegen. So, Kupfer müssen wir hier noch anschließen. Stopp. Kupfer kommt hier. Wird bisher nur da gebraucht. Ach, scheiße. Nee. Er hasst alles. Was läuft denn da runter? Ach, alles. Das ist der Weg nach... Okay, blau und grau dann. Okay, warte. Zack, zack. Oh, alles scheiße hier. Was ist das jetzt? Stahl. Warum läuft hier Stahl? Ach so, okay. Genau. Der läuft da. Das ist gesplittetes Kupfer. Das kriegen wir. Müssen hier mal ganz kurz eine Beule reinbauen. Das wird ja sonst nichts. Genau eins schief gebaut. Okay, was ist das Kupfer? Wofür brauchen wir Kupfer? Da brauchen wir Kupfer. Wissen wir, auf welcher Seite das rauskommen wird? Nein. Also im Zweifel... einen anderen Greifer. Hab's. Im Zweifel einen langen. Genau, aber Granaten. Kohle und Eisen. Ah ja, Kohle. Das ist die Kohle. Gut. Ist das alles, was du produzierst? Wir haben kein Öl mehr. Doch, aber... Ausgang... okay, ich... Oh, ja, ich kann nicht alles benutzen. Also, weil irgendwann der Ausgang von was anderem voll ist. Ich verstehe, okay. Das ist... ungünstig. Das heißt, wir müssen doch auf eine klassische Rohölproduktion gehen. Oh, mal drei. Sollte ja eigentlich vollkommen reichen, ne? Schauen wir mal. Na. Geht. 91, 107. Geht auf Dauer hoch, ne?
Gut, wir produzieren mehr, als wir verbrauchen. Will ich hören sowas? Plastik geht da lang. Was? Genau, das hatten wir ja schon. So, Mauer. Ich finde es super spannend, dass du dich schon allmählich einem Meterbild näherst. Ich habe keine Ahnung von Meterbilds oder so. Hat er gerade Beischlaf im Stream gesagt? Was? Ja, habe ich. Habe ich nicht mitbekommen, dass ich es gesagt habe, aber habe ich. So, Kohle hier. Eisen war dann diese Lane. Yes. Damit. Genau, Eisen brauchen wir dann auch hier für das. Geht rüber in das im Stahl und Ding. Wird dann eh nochmal angezwingt. Wir haben jetzt extra Platz gelassen, damit wir anpassen können, wenn wir sehen, irgendwas ist zu viel oder zu wenig. Ich glaube, das müsste jetzt erstmal passen. Ah ja, Strom. Sollte man eventuell noch dran klatschen. Ja, passt. Ja, dann schließen wir an und gucken, ne? Wenn es funktioniert, dann... Wenn es funktioniert, dann sind wir für heute sogar durch schon. So, Kohle anschließen. Ich wollte eigentlich vor über einer Stunde schon Schluss gemacht haben. So, zack. Warum läuft hier was nicht? Genau das ist ja die kleine. Die passt. Was ist hier das Problem gerade? Ach so, die sind... Ja, ja. Ich erinnere mich. Werden die hier nicht angeschlossen? Ach ja, genau. Ich wollte einen roten Splitter noch bauen. Was brauchten wir denn für einen? Oh, haben wir alles dabei. So, muss gucken. Was da der? Ach, egal. So. Zug, fahr einfach mal los und hol. Hauptsache du fährst und bringst. So das Blöde, so das Blöde da. Problem ist, wir müssen hier einmal mit Kurve fahren. Da. Gut. Dann ist jetzt hier auch wieder Produktion. Aber sehr wenig Stahl. Ah. Okay, warte, dann. Die haben wir nicht dabei. Die Blaupausen. Dann aber meint. Okay, es geht eigentlich mit dem Stahl, der hier rauskommt. Mit dem Eisenzeug. Warum kommt auf der Seite so wenig raus? Warum hier? Ach ja, der war leer. Never mind. Gut. Heißt, das läuft. Dann sollten wir vielleicht noch Eisen anbinden, Kupfer anbinden. Ich bringe sie immer durcheinander. Ich weiß nicht warum. Ups. Nein. So. Dann läuft das nämlich jetzt auch wieder an. Mal gucken. So, das sind die ersten Stahlteile. Gut. Die Kohle schon da? Ja, ja, die staut sich hier schon sehr gut. Plastik läuft. Gespannt. So, da kommen die ersten Teile an. Der Stahl wird aufgeteilt und passt. Ja, wir brauchen mehr Stahl. Weitere mehr Stahlöfen könnten nicht schaden. Wobei. Erstmal abwarten und gucken. So, Stahl kommt da oben an. Wenn wir das so hinzusehen, meine ich alles ganz gut. Warum wird. Die sind falsch rum. Shit. Ich sehe es gerade. Oder? Ja, ja. So rum eventuell. Wäre ganz sinnvoll. So, aber hier nehmen wir schon mal ein paar Motoren. Glong, 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 glong.
Das geht schnell. Na? Gut. Schön. Ja, dann staut sich schon mal alles an. So, Witzel. Laufen. Hier kommt gar nicht so viel an. Der ist ja frech, der klaut einen Haufen. Na gut, deswegen sind die so voll. Schaut sich aber jetzt dann an. Hoffentlich. Oder wer... Warte mal. Man könnte jetzt wirklich drum streiten, was er nimmt. Das ist einfach so. Besser. Guck mal, da ist schon vollgestaut. Ich hab auch mal einen zweiten. Grünen sonst. So. Haben wir eins noch. Grün. Bei Kupferspirale. Passt, passt, passt. Perfekt, perfekt, perfekt. Perfekt. Yes. Ja, dann kommen nämlich jetzt dann zwei. Die hatten es kurz beide in der Hand, ne? Hat er schon wieder. Ja, schön. Okay, hier staut sich es nämlich an. Erst bald kommen die, dann wird die Produktion erhöht. Passt, blau läuft. Oh, sehr schön. Oh, ach, shit. Ja, da war was. Da haben wir was vergessen. Stein. Wo Rakete? Das Problem mit dem Raffinerieausgang ist relativ easy. Ich weiß nicht, ob ich das beschreiben soll oder das Backseat. Ja, das ist erstmal passt. Das. Wir haben sie jetzt erstmal zum Laufen bekommen. Ich könnte es wahrscheinlich irgendwie noch irgendwo abfüllen, aber da brauche ich erstmal eine Abfüllanlage. Es gibt ja hier Fässer. Wir haben auch mal irgendwo einen Haufen Fässer rumliegen. Okay, also Kupfer. Kupfer ist nicht unser Problem. Möchte ich mal sagen. So. Rot passt auch. Blau, grün passt auch. Wir brauchen noch Grau. Ja genau, Grau läuft nämlich noch nicht. Eisen passt. Ja, Blau kommt auch ab und an mal immer eine. So. Hier wird jetzt auch... Oh, der Zug ist sogar schon wieder weggefahren. Hat er wirklich komplett ausgeladen? Ui. Gut, das heißt, wird funktioniert. Ja, jetzt ist der Zug nicht mehr da. Ja, ja, ja. Hier ist schon einer leer. Was? So. Hier wird er dann auch demnächst. Irgendwann mal. Komm, ich schick dich aber auch schon mal los. Fahr einfach mal. Ich glaube, zum Ausladen veranschlagen wir jetzt aber immer 2 Minuten. Oder?
Und das heißt aber, durch dass wir das ausbreiten, die Pollution, werden die Biter demnächst mal wieder angreifen. Das ist natürlich blöd. Aber wir hätten jetzt echt lange Ruhe vor denen. Das heißt, wir müssen noch unsere Züge irgendwie elektrisch kriegen. Das wäre nett. Was wollte ich hier machen? Ich hab's vergessen. Ach ja, Steine. Wände, Walls. So, zack, 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 zack. Sehr schön. Gut. Ja. Das splitten hier eine Wall Factory. Die halbwegs sneaky da irgendwie durchlegen. Können wir aus dem Stand gerade welche bauen? Hier, ja. Ein Stück bitte. Warte mal, Walls war nur Stein, ne? Ne, Ziegelstein, shit. Na ja, gut, dann. Halt hier. Sehr egal. Ja, gut, dann kommt die Ziegelsteinproduktion auch mal wieder ein bisschen vorwärts. Das schadet auch nicht. Zack, zack. Ich schon die einfach hier mitten in den Weg. Das ist legal. Zack. Zack. Wall. Wall. Output, Output. Gib Land. Na, egal. Jetzt muss ich wieder aufpassen bei dem Zug, ne? Hier lang? Ja, zack, 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 zack. Sag am geschicktesten. Einfach schnell darüber. Dann drehen wir die einfach um. Ja. Also ein bisschen großräumig drum rumgehen, das passt schon. Ach, hier. Egal. Ach komm, ich schließe es einfach direkt an. Soll's. Ach, Manu, ist doch alles kacke hier wieder. Nicht? What? Ah ja. Oh wow. Ah. Whatever. Ah ja, so, zack. Weh, du fährst los, Zug. Okay. Echt nicht überfahren werden. Oh. Stopp! Ich hab's falsch gebaut. Hier eigentlich wieder ein Baumstamm. So. Baust extra oben und legst dann doch unten lang. Das gibt's doch nicht. Gut. Ja, okay, passt. So, stehen. More move speed. Zack, zack. Los. Aufpassen, damit es auch
unten sauber ist. Nee, genau. Nur wegen so einer Geschichte hier, ey. Will ich es hier lang fließen lassen? Nein. Dave Speyer mal wieder. Das ist ein Plan für einen anderen Tag. Das ist dumm, was ich da gemacht habe. Eigentlich ist hier am besten durch. Aber ich komme nicht mehr hoch. Aber um das Problem zu minimieren, legen wir es trotzdem so an. Kacke. Müssten den direkt eins hochlegen, aber ne, der ist. Ah ne, das war wichtig. Hätten bleiben können. Oh. Ich werde wieder böse angeguckt. Wo hat man das jetzt hingelegt? Da, ne? Nee. Wieso sind da jetzt Stahl? Uff! Ja, ich sehe es. Ah, da ist ja auch eine Lösung. Das geht doch jetzt direkt dahin, gut. Wird immer noch angeguckt. Moment. Oh, da gucken wir, jetzt sind wieder Angriffe. Ja, wir hatten seit Ewigkeiten wirklich keine Angriffe mehr. So. Geht mir die Dinger aus. Da kommen die Steine schon, die Wände. Moment, ist das rot? Okay. Wir müssen bald neue Kohlegefilde erwirtschaften. Gut. Was? Nö, ja, wir haben 5. Wow. Interessant. Das ist, dass mir die heute noch ausgehen. Hätte ich ja nicht gerechnet. So, warte. Wir können gleich mal gucken. Ah ja. Dann. Deswegen haben wir diese Kiste hier. Da machen wir eine große draus. Gott sei Dank, ey. So, was haben wir jetzt gesagt? Das staut sich jetzt eh schon hier. Dann. Shit. Muss hier schon durch. Egal. Muss jetzt einfach nur noch laufen. Naja, mein Glas ist ja immer noch leer. So. Roter Chip. Eingelagert für blau. Neigt er sich auch gleich. Okay, da haben wir ein Problem. Wie könnten wir. Da habe ich ein bisschen Scheiße gebaut.
brauchen da mehr und da mehr. Hm. Das ist unser Bottleneck. Das andere passt, so wie es aussieht. Guck mal, Motoren. Easy, easy. Das Ding ist eigentlich auch auf Anschlag beim Produzieren. Bräuchte man sogar fast eher ein zweites. Da mindestens ein drittes. Hm. Die werden einfach auch straight durchproduziert, ja. Ah ja, genau. Die werden jetzt. Genau, das sind jetzt erst Wände angekommen, aber ihr produziert einfach auch sehr. Ja, ihr produziert sehr langsam. Ich sehe es. So, aber. Warte. Die ersten grauen Flaschen müssten noch langsam unten ankommen. Da, das sind die ersten. Nein, da. Da, da. Noch welche. Das da. Und dann läuft unsere Forschung endlich wieder. Blau hat sich. Blau ist schon ewig fertig. Und, oh, da hat sich gar nicht so viel angestaut. Wir sollten bei Rot und Grün eigentlich Chests bauen. Definitiv. Weil die anderen können sich super anschauen. Rot und Grün überhaupt nicht. Weiß nicht, ob das gut ist. Aber dafür habe ich es wieder fast zu eng gebaut. Überlege, wie ich das ein bisschen machen könnte. Ja, wobei, wenn ich den Strommasten da wegmache und kleinere nehme, dann passt's. So. 85%. Ich müsste jetzt dann auf 86 springen demnächst. Das sieht gut. Ja, 86. Wir forschen wieder. Da kommt schon eine gute Menge blaue Flaschen raus. Ne, überhaupt nicht. Das ist ja gar nichts. So, das sind jetzt die Mauern. Jo, passt. Weil ich das nicht immer ablaufen will. Zack, machen sie wieder so, das ist ja egal. Ich hasse alles, ich hasse alles. Immer dumm. Okay, warte. Ne, 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 ne. Kannst nicht mal spielen. So. Haben wir nämlich Mauern, die wir einfach rausnehmen können. So, das reicht. Bisschen wenig Granaten, habe ich das Gefühl. Aber das ist nur die Produktionsgeschwindigkeit. Das ist okay. So viel schneller? Als die Granaten. Oder brauchst du einfach mehr Granaten als. Warte, 224 ist eingelagert. Ne, gleich viel, okay. Oh, na gut. Aber genau, dann haben wir dann eine Wallkiste. Wir können jetzt die Kiste auch am Ende des Fließbands setzen. Also kreativ. Ja, das ist kreativ. Das ist am Ende des Fließbands. Papalapap. Nee, weil zur Not, wenn das mal aufgebraucht ist. Aber ja, du hast eigentlich recht. Ja, es ergibt mehr Sinn. Sonst nimmt das mir nur wieder weg. Gut. Ja, jetzt kommen die Angriffe wieder, wo mehr produziert wird. So. Gut, das läuft. Blau ist mir halt echt zu wenig. Genau, was hat man jetzt gesagt? Da noch einen zweiten. Oh, das war schwierig. Der echt sau eng gebaut ist. Wobei, da einen zweiten, der dann. Ja, wobei, ne, das geht eigentlich. Halt noch. Wenn ja den ganzen Teil nach oben ein paar Felder passt. Ich habe mich erwartet, dass der nicht so krass ist. Warte mal.
Ja, komm, wir produzieren nicht hinterher, ne? Kann das sein? Warte mal. Weil sein Ausgang voll ist, deswegen stoppt er. Deswegen müssen wir den schneller rausholen. Das sieht schon besser aus. Kommen die aber nicht mehr hinterher. Ich glaube aber, das ist auch schon mal ein Stück besser. Ah, guck mal, jetzt sind die Grünen, werden... Ah, ja. Sind wir jetzt eher am Produktionscap? Ja, das ist schon besser. Lieber staut sich hier was an, als... nicht. Mein Hirn ist halt nicht mehr. Aber das passt. Eisen staut sich überall an. Aber sehr gut. Oh mein Gott, den Sound haben wir heute noch gar nicht gehört. Ja, das ist die letzte, die wir forschen können mit unserer aktuellen Farbkombo. Jetzt müssen wir dann nämlich lila und gelb lernen. Also, was heißt lernen? Wir haben es schon gelernt, aber... die nächste Produktion dann anstoßen. Vor oder 5, ja komm, dann macht das. Oh, genau, dann kommt nämlich jetzt ein bisschen mehr Blau raus. Finde ich super. Sein Eingang ist zu langsam... wessen? Wo? Ne, genau die hier, die haben wir gemacht. Dann meinst du den? Ne, der kommt wunderbar hinterher. Der Ausgang war zu langsam, der hat aufgehört zu produzieren, weil der Gelbe nicht hinterher kam. Aber beim Input ist der Gelbe voll okay. Der Ausgang chillt. Ne, das passt schon. Die chillen. Ah, oh, das ist jetzt gut. Das schaut sich hier grün an. Gott sei Dank. Wir bräuchten jetzt sogar noch einen dritten. Wir brauchen gar keinen dritten davon, sondern einen dritten davon. Weil die Produktion davon so langsam ist. Okay, dafür müsste ich wirklich umbauen. Aber es würde gehen. Wir können drei hier nebeneinander machen. Die Zuführung hier hinten lang. Und den Output eventuell über Zweier. Und das dann hier reingeht. Kann ich eigentlich noch ganz fix machen. Ich hab keine. Nee. Ich schnell noch neu bauen. Ich muss schnell zwei bauen. Wird angenehmer. Ich weiß ja auch, welchen meinst du denn gerade? Welchen Eingang? Welcher Eingang ist zu langsam? Weil die haben wir ja geupgradet. Der passt, der ist konstant auf R2 drin. Ich weiß ja nicht, welchen du meinst. Ich habe schon vergessen, bei welchen ich vor ein paar Minuten geredet habe. Moment. Das kann man ganz schnell. Mal rerouten. Okay, das fix optimieren. Hoch eine Stunde weg, ja. Das habe ich gemerkt, dass das bei dem Spiel so ist. Warte mal, zack, zack. Nee. Na, dann stehst du hier. Nee, dann geht das mit dem Output doch auf. Ich hatte mal gesagt, rot ist das hier. Ups. Ja, genau, okay, dann müssen wir... so, und mit Rot. Ah ja, genau. Zack und... ja, okay, das passt. Dann Augenblick kurz. Nee, hör mal kurz auf. Das passt.
Zack. Rot, rot. Out, out, out. Doch. Wo bist denn du jetzt hier? Okay, ja, machen wir das so. Gut. Nee. Habe ich schon wieder falsch hingesetzt, alle? Ja. Ah, die bringen wir so. Okay. Oh, hoch. Moment. Oh, nee. Eisen. Okay. Ach, hör auf zu fahren hier. Yep. So. Ist aber so angestarrt schon. Oh, jetzt habe ich hier was eingesammelt. Da. Ganz viele Motoren. Okay, passt. So. Sind die echt unterschiedlich? Und, Kapazität ist gleich, aber... Sind die Routen schneller? Wenn ja, gut. Wir müssen ja auch doppelt so viel einlagern. Ich glaube, so habe ich es ein bisschen besser gemacht. Ich weiß immer noch nicht, welches du meinst mit dem Input, welcher zu langsam sein soll. Wieso der? Wie sehe ich es einfach nicht? 2-3, der kommt nicht in eine Pause. Nur Mangel. Eher hier das Problem. Ah ja, aber hier staut sich jetzt auch so langsam wieder an. Es sei denn, an dieser Stelle nochmal angeraten, die Upgrades vorher Seite 5 später zu machen. Die werden exponentiell teurer und ziehen dann die ganze Forschung weg. Ja, das ist das Einzige, das wir überhaupt forschen können. Für alles andere brauche ich andere Farben. Ich habe lila noch nicht gebaut und gelb noch nicht gebaut. Deswegen, das ist die einzige Forschung, die wir noch haben, die gerade geht. Wann bin ich denn gerade so? Weit am Rand. Deswegen, das passt. Okay, dann haben wir heute einmal alles abgerissen und neu gebaut. Schön. Und dann haben wir die Dinge. Sitzel sind ja auch voll. Naja, hier noch mit Kisten arbeiten. Ja. Nicht jetzt. So, das passt. Und ach so. Genau, und hier wird es ja dann eh nochmal aufgeteilt, auch wenn hier ungleichmäßig jetzt rausgenommen wird, weil hier mehr gemacht wird als da. Verstehe. Das läuft gut hier. Du läufst. Das funktioniert wieder. Genau, du leeres Frachtinventar. Wird schwierig, ne?
Okay. Oder 120 Sekunden. Gut, wie schaut's hier aus? Du hast noch 2000 drin. Machen wir das auch. Flachinventar. Oder Zeit vergangen 2 Minuten. Und bei dir? Es geht sogar hier aber nicht. Warum ist es hier so langsam? Weil die Seite voll ist. Okay. Oh, das ist immer so. Entladen, Zeit vergangen. 3 Minuten. Aber einladen immer bis voll. Was ein. Noch kein Lila. Wir haben es geforscht, aber wir haben es halt noch nicht gebaut. Ich weiß noch nicht mal, was das. Wir hatten es auch noch nie gebaut. Wir haben heute nur alles abgerissen und neu aufgebaut. In schöner. Nächstes Mal ist dann Lila und Gelb dran. Und eventuell der Anschluss dieser beiden. Und eventuell machen wir jetzt erstmal an das Uranerz. Ja, machen wir, weil wir müssen auch dahin. Und wir gleich brauchen mehr Öl. Öl holen wir uns dann entweder von da, da, ja, da oder da. Das hätten wir nämlich schon eingezäunt, das wäre eigentlich ganz praktisch. Dann müssen wir aber hier vergrößern, dann kann der Zug da in die Ölsilos direkt. Was denn hier? Achso, Pollution breitet sich aus. Ja, weil die Züge wieder fahren und alles arbeitet. Ich verstehe schon. Genau, blau ist nämlich unser Cap eigentlich. Okay, das staut sich schon ein bisschen. Das ist schon halb durchgrau. Okay. Eben blau. Blau war vorher auch das Problem. Noch mehr blau. Und es ist die gleiche Produktion. Wir könnten da noch einen vierten hinmachen und da noch einen dritten. Und da noch einen zweiten, ja. Schnell. Dann ist vorbei für heute. Dann brauchen wir erstmal. Hier einen. Grün. Naja, du brauchst auch einen Output. Eventuell hilfreich. Machen wir mal so. Gut. Chuck, 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 chuck. Genau, da brauchen wir jetzt einen zweiten. Das war unser Hauptproblem. Das kann man da oben schieben, das ist nicht so schlimm. Wir brauchen aber zwei neue Factories. Okay, das kann man immer vergrößern, das passt. Natürlich stehe ich schon wieder im Weg. Immer im Weg. Ah! Diese Böden. So. Dann rot hier hin. Ja. Genau, zack, zack. Jetzt ist das irgendwie ein bisschen verödelt. So. Hab. Noch Mist. Zack. Und so, du brauchst erstmal einen Auftrag, richtig. Hab. Und hab. Ja, mach was dafür. Ne. Ah, perfekt. Oh. Wie machen wir das jetzt? Erstmal das da wegmachen. Und das so hinlegen. So. Diese blöden
Oh, da steht noch einer. So, gucken. So. Hatten wir das normale Dinge oder ich weiß nicht mehr. Ah, nee. Nicht ganz auf. Warte mal. Schon auf. Gut auf. Machen dasselbe wieder drüben. Das sollte jetzt besser funktionieren. Ne, wir hätten Ausgang blau, ne? Ich sehe den Fehler. Ja, deswegen. Dann die dort. Ausgang war blau. Das ist eh nur Kupfer. Genau. Dann passt das jetzt. Also, Auftrag. Sehr gut, Dave, du lernst. Was genau? Was habe ich gelernt? Also, ja, ja, natürlich. Genau, passt. Was ich da so. Hässlich, aber anstaut. So. Dann noch schnell ein bisschen wird loswerden wieder. Da hier. Da hier. Hier nicht. Wo kann ich denn noch was loswerden? Da. Die hier. So, aha, guck mal an. Aha, aha. Vielleicht gehen die hoch. Genau, und die vier können also die drei besser versorgen. Guck mal, es geht sogar bis zum dritten jetzt nach hinten. Das braucht halt trotzdem nur lang. Heißt aber, wir haben unsere Forschung verbessert, unser Tempo. Ist jetzt zwar auch nicht so schön, wie ich es ursprünglich gern gehabt hätte, aber es ist schöner, als was am Anfang. Oh, interessant. Das geht aber trotzdem schnell durch. Holy fuck. Meinst du die Inputs? Ich weiß es nicht mehr. Jetzt die ganze Balance mit Modulen nicht einander bringen. Wenn, dann würde ich die hier gerne. Speaking of Modul. Wir machen jetzt nur noch die Module dran, dann haben wir die auf. Wie viele sind das? Drei. Oh, dass das auf der Karte jetzt angezeigt wird. So, oh, das ist toll. Das ist nämlich jetzt schon eins. Ich bin zwei Stunden drüber. Über dem, was ich machen wollte. Nee, nee, nee. Unter der Woche. Gerne morgen. Ja. Morgen nochmal machen. Energieverbrauch plus 50, Tempo plus 20. Keine, also rot.
Erstmal, Sir Alu, einen Abend. Schön, dass du da hinschaust. Und second, danke, dass du direkt einen Sub rausgehauen hast. What the heck? Ich brauche Rot gar nicht mehr. What? Okay. Ne, dann, mach mal die schneller. Ah. Weil das ist ja unser Main. Das ist spannend. Dass wir jetzt sogar eine Überproduktion davon haben. Interessant. Würde eine dritte Fabrik machen für die grünen Chips, wie meinen? Du meinst hier? Wir haben gerade schon eine zweite gebaut. Das war wahrscheinlich auch mal eine, aber. Ja, braucht man eigentlich auch nicht, weil es staut sich jetzt eh schon an. Jetzt erstmal warten, wie es da hinten ausschaut. Wenn sich die roten auch weiter anstauen, dann ist es egal. Dann bräuchten wir eher eine neue blaue. Actually? Oh, okay, elektronische Schaltkreise. Stahl. Alles da. Aber wirklich noch eine dafür gut, ne? Heck. Wie hab ich denn das jetzt geschafft? Geht das da vorbei? Nee, ne? Nein. Okay. Ist das dämlich? Muss ich das rumbauen? Ein Schwachsinn. Kann ich hier den nehmen? So, ja, du brauchst auch einen Auftrag. Du kriegst zwei Geschwindigkeitsmodule. Das wäre spannend. Liebe, du bist the power of math. Nö. Das einzige Mess, die ich benutze, ist hier. Der Strom. Das sieht immer noch gut aus. Und eine gewaltige Überproduktion. Ja, gut. Ja, erst neckt sich jetzt die ganzen Roten. Ah, nee, doch passt. Der hat überlegt, der kriegt ja gar nichts von dem, aber. Nee, nee. Die Kurve. So, jetzt könnten wir hier noch Tempomodule reinknallen. Haben wir noch welche? X2, du 1 und dann haben wir keine mehr. Und wenn sich das jetzt dann hochstaut, kann man ja welche rausnehmen hier. Gut. Damit sind wir dann für heute fertig.